Mahlzeit. Hallo. Hallo. Wenn ich einmal vorstellen darf, Ryan. Christian van Bach, Ryan B. Summer. Schön. Es gibt zwei davon. Christian van Bach. Ja, richtig. Dennis Cousin. Perfekt, das heißt, Christian van Bach leidet für all das, was Dennis so verbockt hat. Das höre ich ja auch schon. Bleibt ja dann in der Familie. Ich musste schon mal Schulden übernehmen. Von wem waren die nochmal, Chris? Dessen Schulden sollte ich nochmal übernehmen von Dennis. Von Rooks? Ja, von Rooks, genau, ja. Von Rooks, ja. Scheiße. Ich glaube, der hat sich keine Freunde gemacht. Ja, bei uns geht es ja nur komplett um verkackte Organisation, eine nicht geschmissene Party, ausbleibende Einnahmen von ungefähr 400.000 Dollar. Welchen Arm mögen Sie am wenigsten? Ich? Ja. Ich mag beide meine Arme. Ja, aber welchen nicht so doll wie den anderen? Ich weiß nicht, ob ich diese Frage jetzt... Mit welchem wichsen Sie? Also, ich bin Rechtshänder, falls man das wissen kann. Gut, dann nehmen wir den Rechten. Gut, wir nehmen die Rechte. Okay, Spaß beiseite kurz. Wir kriegen gleich Besuch vom Bauamt. Hm. Und die sind wohl hier gewesen in unseren ganzen Differenzen bezüglich der Baustelle. Und wir haben wohl mit denen, zumindest Aussage Bauamt, mit denen über Verschönerungs- und Umbaumaßnahmen gesprochen. So dachte ich erst, dass es um den Ausbau der Bürogebäude ging. Um den geht es aber nicht, sondern es geht wohl, wie mir eben am Telefon gesagt wurde, um Verschönerungsmaßnahmen des Außengeländes. Und wir wollten den wohl in Zusammenarbeit mit Herr Bennett, so sagte er mir, ein Konzept einreichen bezüglich des Außengeländes. Ich kann mich aber null daran erinnern, dass davon die Rede gewesen ist. Sondern die einzige Rede ist gewesen, Alter, ihr Keks, ihr habt seit 3 Jahren gesagt, ihr baut mehr Büros in den Tower. Wo sind die Büros im Tower? Ryan, und der Deal war, bis zum 24.08. sollen die Büros fertig sein, so wie auch Außenumbauten hier stattgefunden haben. So, und wegen den Außenumbauten, weil wir denen nicht gesagt haben, was hier umgebaut werden soll, kommen die gleich vorbei, um sich von uns erzählen zu lassen, was für Außenumbauten hier stattfinden sollen. Jetzt haben wir also noch 29 Minuten Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, weil ich habe das bisher nicht getan, weiß nicht, wie es bei euch ist, uns Gedanken darüber zu machen, was für Außenumbauten wir vom Bauamt haben wollen. Ja, die sollen einen Kopf zu machen, die sollen hier ein paar Bäume hinpflanzen, anständig große, damit wir ein bisschen Sichtschutz haben. Standen hier nicht mal, haben die uns hier nicht mal Bäume sogar wieder abgerissen? Ja, unsere Parkbank ist auch weg. Ja, die sollen da vorne eine kleine Sitzecke hinmachen. Da sollen Parkbänke hin. Ja, ja. Dann will ich so rosane Bäume haben. Also ehrlich gesagt, würde ich eine anständige Sitzecke fühlen. Was heißt denn hinten? Ja, nicht direkt hier bei Einfahrts. Ja, lass doch mal da gucken gehen. Wir haben doch hier genug Platz. Ja, ich finde, die können auch die Buttheits-Statue eigentlich an den Cargo-Bob hängen und hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Ja, hier würde sich das ganz gut anbieten. Wobei, das ist halt ein bisschen schwierig. Da wird niemals einer sein. Was ist das denn für eine Schmutzecke? Die sollen da vorne einfach ein paar Bänke hinmachen. Als ob ich jetzt da hinten mich in irgendeine Hinterecke verziehe, wenn wir reden. Ja, die sollen hier ein paar schicke Bäume machen, anständige Beleuchtung und fertig. Gar kein großer Aufriss, würde ich sagen, oder? Wie wär's mit einer Bar? Ja. Oh, in die Ecke? Und ein Grill. Da in die Ecke. Das würde sich anbieten. Du hast den Whirlpool vergessen. Das war ein Scherz, du Trottel. Mann, eine Bar wäre schon geil. Sag ich dir, wie ist? Herr van Bach, was würden Sie verändern, wenn Sie hier stehen? Also eine Sitzecke wäre doch was Nettes. Auf einem Parkplatz, eine Sitzecke. Nee, da hinten hin, wo sie gerade hingegangen sind. Seit wann sind Sie hier, Herr van Bach? Doch, seit 2-3 Wochen. Und wo ist Dennis? Ja, das frage ich mich auch. Also, der ist im Haus, aber... Der guckt wahrscheinlich die gleiche Serie wie du, Ryan. Ja, der hat irgendwas, ja, der guckt irgendwie eine Serie. Der kommt zwischendurch mal und er sagt immer Hallo. Fragt, wie geht. Der hat immer noch seine Frau nicht beerdigen lassen.
Ist sie immer noch im Kühlhaus? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warte mal, welche Frau? Die Anastasia, die lebt doch. Lexi. Oh. Das gehört zu den Geschichten, die ich dir noch erzählen muss. Okay, verstehe. Nee, die hat er mittlerweile, so viel ich weiß, die wurde eingeäschert. Hat ja auch nicht lange gedauert, bis er eine neue hatte. Lexi 2. Scheint die Trauer ja nicht allzu groß gewesen zu sein. Gut, muss ich sonst was wissen? Ah, warte mal, ich wollte den Quid noch lesen. Manchmal will ich Menschen behandeln, wie sie mich behandelt haben. Aber ich kann nicht. Weil das nicht mein Charakter ist. Like. Kommentar. Bin Fan. Nein, wirklich. Also, dass du denen auch immer noch Futter gibst, ne? Dass du denen allen immer noch Futter gibst. Wieso? Ja, das... Ist doch schon tiefgründig. Ja, klar. Ja. Ich finde schon. Besser als diese merkwürdigen Geschichten hier, die schreibt. Die einfach keiner liest. Weißt du, also das ist kurz, knapp, tiefgründig. Oh, hier habe ich einen überhaupt nicht geliked. Die Zeit heilt keine Wunden. Man gewöhnt sich nur an den Schmerz. Irgendwann ist man nicht mehr enttäuscht von dem, was eine Person tut oder nicht tut. Man ist von seiner eigenen Dummheit enttäuscht, weil man ernsthaft noch etwas anderes erwartet hat. Hör doch auf, bitte, Ryan. Die schönsten Momente sind die, in denen das Herz aus Freude, nicht aus Gewohnheit schlägt. Das ist schon... Berührt mich sehr tief, ja. Ja, ich bin auch, ich bin sehr tief auch berührt. Ehrlich? Nein! So. Wenn die Schuhe tragen würde, würde die vielleicht auch mal tief berührt werden und würde nicht so eine Scheiße quittern. Boah, wo kommt denn der schon wieder her? Entschuldigung. Habe ich das laut gesagt? Ja, wie viel ist von dem, wo du danach sagst, oh, habe ich das laut gesagt? Es gibt Dinge, die wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht laut aussprechen. Ja, gut. Also, Bänke. Und Bäume. Ist da vorne gerade einer? Da fährt einer mit dem Fahrrad die Treppe. Ja, der war gerade eben schon mal da. Den habe ich gerade eben fast überfahren, wo ich oben war. Das ist so ein Paketfahrer mal wieder. Der ist aber auch schon das dritte Mal hier vorbeigefahren, also der ist nicht wirklich effektiv. Ja. Hatte der ein Paket für mich? Womit verdienst du dein Geld, Van Bach? Ja, momentan erlebe ich noch von meinen Ersparnissen, ne? Wie viel waren das? Boah, hatte ich mit dir über 15.000 oder so. Weil zum Wie Glück kann man von 15.000 leben? Ja, gut, jeder kann von 15.000 leben. Ich wohne ja gerade bei Dennis. Ein bisschen Essen, Trinken, das auch. Wer kann von 15.000 leben? Jeder außer du. Niemand kann mit 15.000 leben. Natürlich. Oh, warum nicht? Wie lange? Einen halben Tag, oder? Ich kann mit 15.000 leben müssen. Und was, wenn du essen gehst? Gib ich Trinke. Das ist eine Menge Geld. Wie viel kostet so Essen? 10.000 oder so, oder nicht? $10. Ja, so, also 200-300 Dollar und dann gebe ich meist nochmal so 200 Trinkgeld. Na gut. No, Iron. Hast du was zu essen? Döner. Ist es mit Mo?
Nee, mit Kukuluku. Ah. Mit Moose am besten. Ja. Die Holzfiguren müssten dann auch noch fertig geschnitzt werden. Welche Holzfiguren? Ich hab gedacht, das wäre euer neuer Aufgabenbereich, Holzfiguren schnitzen, wenn ihr euch darüber unterhaltet, ob der Döner mit Mu oder mit Gukulugu ist. Der heißt so. Das steht auf deren Truck drauf. Ist leider wirklich so, Ryan. Wir haben aber auch noch einen Döner mit Mäh. Mu, Gukulugu, Mäh. Boah, ich zahle nicht zu helfen. Ich brauche nicht. Also. Mit Mu ist am besten. Mu ist immer schön kross. Mhm, natürlich. Mu ist immer schön kross. Gut, warten wir jetzt echt noch eine 20 Minuten auf den scheiß Bauamt, oder was? Ja, ja, ich muss jetzt kommen. Kurz mit dir reden. Mit mir? Ja. Geht's wieder um Bennets Mom? Warum? Du warst ja gestern nicht da. Ich hatte mit Alessio gesprochen. Wir haben gestern schon einen Teil des Geldes gewaschen. Das Geld für die Fahrzeuge... Ich habe gesagt, ihr sollt das Geld nicht waschen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Das Geld soll runter in die Kiste, ungewaschen. Keiner von euch soll es waschen. Wo ist das Geld jetzt? 800 liegen auf dem SPLS-Konto und das Geld für die Fahrzeuge liegt bei mir. Wie viel habt ihr gewaschen? 2 Millionen. 1,2 kosten allein die Fahrzeuge, die heute abgeholt werden sollen. Mhm. Gut. Das beim nächsten Mal abzuklären. Hier geht nicht eigenständig Geld waschen. Okay, ja, eigentlich hieß es ja, dass wir das am Samstag machen. Du warst nicht da. Wir wussten halt nicht, ob du da bist heute. Und wenn die Fahrzeuge kommen... Ja, dann müsst ihr beim nächsten Mal warten. Okay, weiß ich Bescheid. Gut, also du hast jetzt 1,1 für die Autos. 1,2. Und warum liegt das Geld auf dem SPLS-Konto? Was macht's da? Weil wir das Geld an Ruffy auch noch bezahlen müssen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Weil es waren irgendwie noch 100 so und so viel Tausend drauf. Es kam auch für dich ein paar Taser. Ich lege dir jetzt eben kurz einen rein. Einen habe ich dir schon mitgebracht. Weil halt das Konto ist leer. Du hast jetzt, glaube ich, auch vor ein paar Tagen noch eine 500.000 runtergenommen. Mhm. Und ja, wir mussten halt auch irgendwie welche Sachen noch bezahlen. Mhm. Gut. Dann wartet halt beim nächsten Mal. Ja, okay. Alles klar. Ich dachte nur, du wolltest das eigentlich gestern machen, du warst nicht da. Ich hatte mit Alessio gesprochen und Hat mir das gemacht. Alles gut. Dann lass wieder rüber. Ich pack dir den in dein Auto rein, ne? Das Geld, was Wörter gerne mal eingesetzt hätte. Nein, dabei geht es einfach darum, und das ist halt RP-technisch schwierig, beziehungsweise gar nicht möglich auszuspielen. Das Ding ist aber halt einfach, dass halt im Zweifel, je nach Kurs, gerade auf dem Server oder sonst irgendwas, es nicht sein kann, dass wir, weil wir den Waffenhandel machen, laut nach einer Kalkulation, wenn die Waffen so weggehen würden, dann würden die für 60 Millionen oder sowas verkauft werden. Und es kann nicht sein, dass bei einer Gruppe wie bei uns einfach 60 Millionen rumliegen. Weißt du? Sondern wenn du halt ein gewisses Wirtschaftssystem auf einem Server haben willst und gegen eine Inflation steuerst, gerade bei einem Server, der einfach jahrelang ohne Wipe und sowas läuft, dann muss halt einfach supportseitig ein Auge auf Income-Ausgaben-Gedöns gehalten werden. Und da geht es zum einen irgendwie darum, das unter die Leute zu bringen vielleicht, aber halt auch, um es vom Server irgendwie zu schaffen. Aus dem Grund können wir jetzt nicht einfach sagen, okay, wir verkaufen das für 60 Millionen, geben jetzt, keine Ahnung, weißt du, sitzen auf 60 Millionen und geben jetzt zum Beispiel irgendwem 60 Millionen. So, also du kannst halt gerade bei solchen Summen und bei solchen Dingen kannst du halt ein komplettes Gleichgewicht verlieren und komplett in eine Inflation rennen. Und dann kostet eine Flasche Wasser 1 Million Dollar, weil Geld einfach keinen Wert mehr hat. Deswegen guckt auf sowas der Support mit drauf. Aus dem Grund ist es nicht, weil ich der Buhmann sein will, wenn ich sage, yo, das Geld bleibt erstmal da unten liegen, sondern wir müssen das Geld einfach erstmal da unten liegen lassen. So, das ist halt der Grund.
einfach. Das kannst du ja jetzt im RP irgendwie nicht verpacken, außer dass Butters halt der Buhmann, den Buhmann spielen muss und sagen muss so, yo, mach das nicht ohne mich. So. Ja. Ja, nur dass ihr den Hintergrund kennt. So. Das ist nicht, weil ich irgendwelchen Leuten auf die Füße kacken will oder sowas. So, darum geht's halt nicht. Und soll ja halt auch für das RP so, soll ruhig jeder sein bisschen Geld da irgendwie haben, aber am Ende können wir nicht mit 60 Millionen Bargeld rumlaufen. Und ich glaube, das ist verständlich, wenn man da irgendwo, das Ganze muss der Support im Gesamten halt einfach sehen und gucken, dass halt immer noch einen Döner, einen Wert von einem Döner hat auf einem Server und nicht keiner mehr einen Döner kauft, außer, ne, so, weil das Geld keinen Wert mehr hat. So, dabei geht es halt auch nicht darum, jetzt irgendwelche Leute anzukacken und zu sagen, yo, hört auf, das Geld zu waschen, sondern das ist halt auch meine Auflage vom Support, die ich habe. Deswegen war auch das Autohaus von Supportlern bespielt, oder? Korrekt, richtig. Weil also alles das, was potenziell Sachen halt einfach reinbringt, von Teammitgliedern bespielt wird, um halt einfach ein Auge auf die Gesamtsituation vom Support her haben zu können. So was halt auch Sinn macht. So was halt egal wäre, wenn jetzt wie bei uns bei Arma oder so, ne, das Ding halt dann irgendwann gewiped wird oder sowas, so, dann ist halt Wurst. Alles so mit Geld gehandelt wird, ist also vom Support geregelt? Nee. Aber man guckt halt, dass man gegen eine Inflation steuert. Gerade mit diesen Importsachen. Was halt sich organisch im RP entwickelt, entwickelt sich halt organisch. Aber in dem Augenblick, wo du zum Beispiel ein Importauto reinbringst oder sowas, wird halt ja Geld erzeugt, quasi. Das war ja der Grund, warum, auch das wissen vielleicht viele nicht, warum es irgendwann so war, dass das Autohaus, und ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade ist, ich glaube, das ist auch immer noch so, das Autohaus ein Vorkaufsrecht auf die Importfahrzeuge hat. Weil die Importfahrzeuge irgendwann ein Auto mit einem Wert von 300.000, 400.000 an andere Spieler irgendwann für 5, 6, 7 Millionen verkauft worden sind. Das ist auch einfach inflationäre Krise. Ihr deswegen auch das Casino-Konto noch nicht gekriegt. Genau deswegen werden wir es wahrscheinlich auch nicht kriegen. Weil das Casino, klar hast du Chancen, da zu gewinnen, aber ich meine, das ist im Real Life nicht anders. Am Ende des Tages, das Casino gewinnt immer. Nimmt halt gerade so ein Casino viel Geld vom Server runter. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die haben sehr viel gewonnen schon dort, auch Millionen. Aber overall hat das Casino deutlich mehr vom Server runtergenommen, als es Spielern gegeben hat. So, das ist zum Beispiel ein großartiger Punkt, um gegen Inflation zu steuern. Also da sitzen sehr viele Leute dahinter, die sich da sehr viele Gedanken machen, dass sich das halt irgendwie die Waage hält. Und das Einzige, wie das funktionieren würde, das, weil das halt natürlich aus RP-Sinn halt Sicht macht, dass Sinn macht, dass wir das Casino-Geld kriegen, bla bla bla, wäre irgendwie ein System, aber das müsste man halt programmieren, wo dann von dem Gewinn Steuern abgeführt werden. Weißt du? Sodass die Steuern von dem Gewinn vom Server genommen werden, quasi. So, aber ja. Einfach 90% Steuern, ja.
Ich meine einen Akku, bitte. Einer reicht. Auch nicht so viel Akku. Danke. Ich mag diese Wegwerfgesellschaft. Einfach einen neuen Akku hinlegen, wenn er leer ist. Das ist genau mein Stil. Tatsächlich, du würdest auch einfach dein Handy wegschmeißen und dir ein neues kaufen, wenn es leer ist. Werden die mit vollen Akkus ausgegeben? Ja. Ich bin gleich wieder da. Mir geht jetzt 400 goldene Telefone kaufen. Ich seh's doch, komm. Wer braucht dein Gold? Kommst du auf 60 Millionen, etwas mehr als 100 Waffen, nicht jede Waffe kostet mehr als 500k. Lass es 50, lass es 40, keine Ahnung, Millionen sein. Es geht ja ums Prinzip. Und da verstehe ich, dass wir nicht all das Geld behalten dürfen. So. Sondern dass halt einfach ein Teil davon abgegeben wird, quasi. Das macht nur Sinn. Ich schwebe das deshalb so auf High Open. Nee, aber das ist halt zum Beispiel auch ein guter Weg. Ist jetzt nicht, dass ich das irgendwie machen muss oder so. Ich habe vergessen, wo das Einkaufshaus ist. Ich kenne mich doch nicht aus. Ihr nicht. Oder wie kann man so scheiße sein wie ich, Alter? Hier ist es. Hab's gefunden. Jetzt schon? Ja. Ich bin sofort da. Ich hole ganz kurz 2-3 Telefone und dann komme ich. Okay, bis gleich. Die sollen kurz warten. Sag ich Bescheid. Es ist über... Was unten ist? Ja, aber also das mit den Abgaben, um das am Ende zu handeln, ist, glaube ich, bei jedem Gewerbe mit so Importsachen und so. Aber ich glaube, es wird bei unterschiedlich geregelt. Ich glaube, viele bezahlen Steuern ans Gewerbeamt oder sowas. Mahlzeit. Ich habe für 33.920 Handys gekauft. Ja, warte mal. Ja. Ich schenke dir ein Handy.
So bin ich eigentlich gar nicht, ne? Aber danke. Bin ich nicht von ausgegangen. Okay. Aber ich habe gerade 20 Handys gekauft. Warum denn 20 Handys? Die werden mit vollen Akkus ausgegeben. Ach so, ich verstehe. Anstatt dass man nur den Akku wechselt, kann man also auch einfach direkt sein Handy wechseln. Und wenn man sein Handy wechselt, hat man einfach ein neues. Da sind keine Fingerabdrücke drauf, da sind keine Macken dran oder sonst was. Das heißt, wenn das leer ist, schmeißt du es einfach weg und nimmst ein neues. Das ist smart, deshalb bringst du den Anzug und ich keinen. Willst du noch ein Handy? Noch ein Handy? Ja. Aber wir haben ein paar Geringverdiener bei uns, ne? Seid ihr wissig. Dann könnt ihr dem ein Handy mitbringen. Ist super, mach ich. Mach's gut. Ich danke. Ciao, ciao. Hab ich eigentlich abgeschlossen. LOL, wie nah das dran ist. Wusstet ihr, dass die Mall fast direkt neben dem Maze Bank Tower ist? Ja. Ja. Ich auch. Ich bin nicht einmal durch die ganze Stadt gefahren, um zur Mall zu kommen. Sondern einfach so nur wie Herr Bennett gesagt Straße hier runter. Ich hab gesagt, du rufst an und fragst uns, wo die ist. Nee, ich hab's gefunden, tatsächlich. So, Sie sind hier wegen Umbaumaßnahmen. Richtig. Planung. Und wer sind Sie? Bekleidung, Gewerbeamt. Ich habe gedacht, ich schließe ihn einfach mal an, weil ich hatte gerade Zeit. Okay. Ja, also ich habe eben gerade auch nochmal mit den anderen gesprochen. Also in erster Linie haben wir von dem bereits beantragten Ausbau der Büroräume gesprochen, ne? Mhm. Wo sich aber seit 3 Jahren nicht sonderlich viel getan hat. Jetzt mal von dem FIB Tower ganz abgesehen, aber scheiß mal auf den FIB Tower. Aber das Ding ist, wir haben halt sehr viel ungenutzte Fläche. Mhm. Aber bezüglich Außenbereich, der wurde sogar schon mal gemacht, aber ich glaube, die haben uns die kompletten Möbel geklaut, inklusive Pflanzen. Sind ein paar diebische Leute unterwegs gewesen. Das heißt also, am Ende des Tages, also muss das gar nicht viel, also ein bisschen Beleuchtung wird uns gut tun, glaube ich. Ich glaube, da hinten an den Hecken irgendwie ein paar Bänke, wo die Leute sich halt auch mal hinsetzen können. Und was uns entwendet worden ist, ich weiß nicht, ob da der Bauamt vielleicht an einer anderen Stelle brauchte, wir hatten so pinke, rosafarbene, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, so richtig geile Bäume. Rosa Bäume? Ja, die aussehen wie in so einem Hentai-Film. Ja, Kirschbäume meint er. Die beispielsweise beim Wok Fong Dong auch? Ja, genau, die meint er. Wir hatten richtig viele davon. Wissen Sie, wer das damals in Auftrag genommen hat? Keine Ahnung. War das gar, weißt du, wer das in Auftrag genommen hat? Nee, das war damals hier noch erste Hesten. Das ist ewig her, ne? Und dann irgendwann waren die weg. Bänke, Bäume, Lichter. Okay. Ist am Ende egal, aber ich meine, nichts, was man nämlich nicht neu besorgen kann. Übrigens ist das mit Handys auch so. Falls Sie es nicht wussten, der Telefonverkäufer verkauft Handys mit bereits geladenem Akku. Das heißt, sie brauchen gar nicht ihren Akku wechseln. Sie können einfach ihr Handy in den Müll schmeißen, wenn das leer ist, und nehmen sich einfach ein neues. Dann können sie die Folie neu abziehen und haben ein nagelneues, unbenutztes Telefon. Wir müssen ja jedes Mal ihr Telefon spiegeln, Kontakte und die ganzen SMS-Verläufe mitnehmen. Das ist ja auch. Ja, aber das geht ja schnell mittlerweile. Ne? Einmal Kamera dran halten und fertig ist ja. Ne? Das ist ja hier QVC, heißt das, glaube ich. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Technik. Ich glaube, mit QVC-Technologie oder sowas überträgt das innerhalb von wenigen Sekunden. Dann ist das natürlich auch denkbar. Weil ich jetzt irgendwann keine Telefone mehr hat. Ich habe gerade 20 gekauft. Akkus sind günstiger. Ja, noch ein Argument, die Handys zu kaufen. Ich meine, was sollen die Leute denken, wenn man immer seinen Akku wechselt, ne? Man auch auf Geld achten würde. Das verstehe ich. Ja, richtig.
nennen Sie verantwortungsvolle Entscheidungen. Gut, aber kommen wir zum Punkt. Also ich meine, Sie sind vom Bauamt. Was halten Sie denn für die beste Variante hier? Also Bäume und so weiter sind nicht das Problem. Die können wir gerne, also mal schauen. Ein paar Bäume haben wir definitiv noch im Garten irgendwo stehen. Sonst Kirschbäume können wir noch importieren lassen. Eine Sitzbänke wollten sie haben, ne? Ja, also ich glaube irgendwo vielleicht hier vorne. Ja, da wo das weiße Auto steht oder so, an der Hecke irgendwie. Zwei, drei da vorne an der Hecke, dann da vorne irgendwie an der anderen Hecke. Das soll hier am Ende keine Ganghut werden, die irgendwo einen Pavillon haben wollen mit einem Grill und einer Sitzecke, sondern, also, wenn die Leute Ryan, kommen hier zum Arbeiten hin. Neben den Bänken der altbekannte Aschenbecher. Der Aschenbecher fehlt. Stimmt, wir haben keinen Aschenbecher. Also, nicht mehr. Wollen Sie einen günstigen oder aus Gold? Teurer. Alles so teuer wie möglich. Okay, also beim Bestellen Preis nach Preis sortieren und dann das Teuerste nehmen. Genau, richtig. Influencer-Shopping. Okay. Teuerste aber zuerst. Aber für die Anfrage kommen Sie ziemlich spät. Sie sind unter einem Monat. Ja, Sie sind nicht der einzige Auftraggeber. Wissen Sie, wie viele Bauaufträge wir monatlich haben? Ja, aber bis zum 24.8. ist nicht mehr weit. Das ist richtig. Da ist noch Zeit, also das ist noch im Rahmen, ne? Ja. Ich rufe Sie gleich an. Da hat Papiertüten Jens schon anderes Rennen gemacht. Wie sieht's aus mit dem hinteren Garten? Also, ist da eine Planung? Auf der anderen Seite? Ja. Ich weiß nicht mal, wie es da aussieht. Wir können mal hingehen. Ich weiß nicht, ob ich da jemals schon mal gewesen bin. Oder ob das verschwendete Arbeitsmühe wahrscheinlich wäre, wenn man sich halt sowieso im Gebäude oder vor dem Gebäude aufhält. Wenn Sie noch nie da waren, spricht sehr viel dafür, dass das wahrscheinlich verwendete Arbeitszeit wäre. Ja. Dann setzen wir da ein paar Kirschbäume hin, dann sieht es wenigstens einheitlich aus. Hier ist schön tatsächlich. Ja, aber man braucht so lang zum Auto. Außer wir holen einen Hubschrauber her und dann können wir immer mit dem Hubschrauber nach vorne fliegen, aber das ist halt auch aufwendig, ne? Hat einfach sehr geländefähiges kaufen. Eigentlich ist es tatsächlich schön hier hinten. Sehr viel Wasser. Da oben können auf jeden Fall ein Helipad hin. Ja, man würde das ja vielleicht auch mehr nutzen, wenn andere Eingänge des Towers zugänglich wären zu anderen Büros. Ja, nachvollziehbar. Wenn man jetzt ja, also, ne, wenn die Fahrstühle hier auf der Seite beispielsweise zu eigenen Büros im Mace Bank Tower führen würden, würden vielleicht die Mieter der Büros auch den Platz hier mehr nutzen und es gäbe vielleicht konkretere Gedanken zu, was könnte man machen, wo hält man sich hier, ist da Wasser? Hier ist sehr schön. Das sieht ja richtig geil aus hier vorne, guck mal. Ja, auch sagen, also hier ist echt schick. Ich glaube, vielleicht echt erst zweimal in 5 Jahren hier gewesen, aber... Hier kümmerst du dich darum, dass dir so ein Dude Kaffee verkauft und dann können die ganzen Leute, die hier arbeiten, wenn die Büros endlich ausgebaut sind, hier ihre Mittagspause verbringen. Aber Ryan, stand hier nicht damals eine große Brunnenstruhe drin? Da stand tatsächlich irgendwas drin, ne? Ich glaube, es ist ein Adler, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine, hier stand ein riesiger Adler. War aber tatsächlich nett hier, also... Hat er geklaut? Ja, wahrscheinlich vorne mit den Bänken und ja, den Bäumen zusammen. Ja, mit den zusammen. Ganzen Möbeln und Bäumen. Und ich glaube, die Grünfläche ist auch mal mehr bewachsen gewesen, aber vielleicht ist das auch eingegangen, weil es nicht richtig bewässert wurde. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee als ein Adler. Habe ich auch schon drüber nachgedacht? Haben Sie einen Cargo-Bob, der groß genug ist? Ich hätte eine Mini-Version davon vorgestellt, aber okay. Also, ich wäre mit beidem zufrieden, aber ich meine, wenn Sie einen extrem großen Cargo-Bob finden... Aber hier ein kleiner Butters. Das wird schon unser Verhältnis zum Bauamt auf ein anderes Level bringen, bin ich ehrlich. Dann müssten Sie aber auch auf die passende Beleuchtung zurückgreifen. Lass mir mal da was einfallen. Aus was wollen Sie es haben? Aus Edelstahl, wie beispielsweise vom MD, Kupfer oder aus Gold? Aus Gold natürlich. Ich verstehe die Frage nicht. Okay. Wie hoch war die am Club?
80 Meter, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh, ja. Wie hoch ist der Tower? Nein, Ryan. So ein eine riesen goldene Statue ist halt auch ein bisschen Verkehrshindernis. Da müssen wir auch drauf achten. Was für Verkehrshindernis? 300 Meter Flugverbotszone in der Stadt. Ja, aber wenn das ist kein Argument. Sie müssen richtig argumentieren. Die kommen hier jedes Mal hin und argumentieren mit Kindergartenargumenten. Aber wenn sie 80 Meter Goldstatue haben und dann die Sonne drauf blendet, das scheint schon auf die Autofahrer. Das ist auch kein Argument. Sie müssen anständig argumentieren. Vor allem argumentieren sie so, indem sie sagen, gucken Sie, wenn Sie eine zweite goldene Statue haben, die genauso groß ist, dann hat das nicht mehr den Eindruck vor der Badheit-Statue, dass das einzigartig ist und groß. Daher lieber eine kleine Variante dafür aus Vollgold. Ist viel geiler, können Sie viel mehr mitprotzen. Das ist ein Argument, was Sie bringen können und nicht wegen scheiß Flugverkehr. Genau. Wollen Sie nicht gerade noch darüber reden, hier ein Helipad hinzumachen? Wie verträgt sich das mit der Nein, kein Helipad. Wir haben darüber nachgedacht, einfach Hubschrauber jetzt. Wir haben ein Helipad auf dem Dach. Als Argumente. Ja. Ja, wir haben ein Helipad. Ja, ja, aber der Fahrstuhl zum Helipad funktioniert nicht. Ja, das können Sie ja gleich hier mitmachen. Endlich mal. Da muss ich mal gucken. Das wäre halt tatsächlich ein Punkt, ne? Ein funktionierender Fahrstuhl zum Helipad wird schon ständig mit dem Hubschrauber rauf, mit dem Hubschrauber wieder runter. Ich kann Ihnen ein Konzept für den Außenbereich machen, wenn Sie sich darum kümmern, dass der Helipad funktioniert und die Büros ausgebaut werden. Irgendwie müssen die Leute ja Diamanten machen, ne? Das klingt nach einem Deal. Das klingt nach einem Deal für Sie, ja? Ich mache Konzept für den Außenbereich und Sie kümmern sich um die Konzeptionierung der Büros und dem Dach. Ja. Und der Statue. Die ist jetzt wichtig. Korrekt. Ja, die Statue kriegen wir auch hin, das ist kein Problem. Das ist cool. Aber das mit den Büros könnte ein bisschen dauern. Nicht zwei Jahre. Das hören wir seit drei Jahren. Ja, keine zwei Jahre, aber bis definitiv Ende des Jahres sollte. Mindestens. Bis definitiv mindestens Ende des Jahres, maximal. Also maximal bis Ende des Jahres wird es dauern. Könnte kürzer, könnte länger. Definitiv bis Ende des Jahres, könnte kürzer, könnte länger. Wollen Sie mich verarschen? Meine Kollegen halten sich Ende des Jahres vielleicht mal grob fest, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Kommt auch an, wann Materialien geliefert werden, wissen wir auch nicht. Keine Ahnung, wie die Lieferkette ist. Gut. Dauert mal länger, mal kürzer. Pi mal Daumen. Darf ich da mal fragen, an welche der Zusagen vom 24. halten Sie sich dann noch? Fast an alle. Ich bin nicht Jens. Was war das Ablaufdatum? 24.8. Ich bin gespannt. Das ist nur für den Gartenbereich. Nee, das ist auch für den Ausbau der Büros zugesagt worden. Büros kann ich nicht selber. Also Büros ist halt... Da muss ich jemanden für den Aufzug... Johnny, ruf dich klar. Also, da muss ich jemanden für die Aufzüge herholen. Das dauert immer, die müssen gewartet werden. Wir haben extra nachgefragt, ob das Bundes 24.8. mit beinhaltet. Und da haben sie gesagt, ja. Haben sie tatsächlich gemacht. Tatsächlich. Das ist halt immer so Pi mal Daumen. Das haben Sie nicht gesagt. Nein, Sie haben zugesichert spätestens 24.8. Das haben Sie gemacht. Und dann haben Sie fast geweint. Dann sind Sie mit dem anderen Hasten hergekommen, der uns ein Mikrofon ins Gesicht gehalten hat. Nee, danach. Dann habe ich eine Fernsehserie gedreht. Und sie haben es nochmal zugesichert. Wir kriegen auch noch, und wir kriegen auch noch Millionen von ihnen für Kfz-Schäden, die durch ihre Baustellen verursacht wurden. Nee, von Hessen. Ja, aber von mir Bauamt eine Million. Halt, ne? Nee, von Hessen. Ja gut, das ist dann vielleicht ein Thema, das sollten Sie tatsächlich mit den Hessen mal ansprechen. Das ist nicht unser Aufgabenbereich. Ich könnte sie ja gerne weitergeben. Er hat sich nämlich seitdem auch nicht mehr blicken lassen bei uns. Ich kriege mal Geld für den Handyvertrag. Auch das noch. Aber Hasten ist ja eher im Büro, ne? Ja, ich bin zuständig für Beton. Gut. Beton Murat. Ja. Statue, Pflanzen, Bänke, Lichter, Aufzug. Kaffeestand. Was für Kaffeestand? Was willst du mit dem Kaffeestand? Die können hier Mittagspause machen, Ryan. Du musst denken, das musst du auch inkludieren in den Büros. Das ist doch neu hier Benefits auf Arbeit und so ein Scheiß. Musst du den gratis Kaffee stellen? Benefits auf Arbeit, die sollen arbeiten und nicht Kaffee trinken. Dann, stell denen auch noch einen Obstkorb dann und dann bist du beste Arbeitgeber. Man kann sagen, Benefits brauchen wir einen Obstkorb eigentlich. Ja, Obstkorb brauchen wir auch. Obstkorb und Kaffee gratis und die Leute sind glücklich. Wann ist der nächste Einreisetag? Mittwoch. Ja, dann... Gucken wir einfach, dass wir uns da irgendeinen Dulli vom Flughafen nehmen und geben dem Geld dafür, dass er den ganzen Tag hier steht und Kaffee verkauft. An Leute, die hier überhaupt gar nicht arbeiten, weil die Fahrstühle ja sowieso nicht funktionieren.
Das ist Ihre Aufgabe, Beton. Beton, Murat. Ja? Wir brauchen keinen Kaffeestand. Doch, wir brauchen keinen Kaffee. Noch nicht. Kaffeestand. Kleinen Kaffeestand. Wenn die Fahrradstühle funktionieren, brauchen wir vielleicht irgendwann einen Kaffeestand. Bis dahin... Und die Büros ausgebaut sind. Herr Bennett, wir machen Deal mit den Büros und dem Kaffeestand. Gut. Wir treffen uns in der Mitte. Kaffeestand für Büros. Ich glaube, hier gibt es andere Dinge, die prioritär höher angesiedelt sind, wie ein Kaffeestand für Büros, welche nicht beziehbar sind. Gut. Okay. Perfekt, dann haben wir es da zusammengefasst. Easy. Wie lange braucht das, bis die Statue hier steht? Ja, die Statue muss aus Gold erstmal gegossen werden. Das dauert halt noch ein bisschen, ne? Also, was ist denn ein bisschen? Also wenn die aus Gold sein soll, könnte sich vielleicht ein bisschen mehr als der 24. dauern. Was können Sie uns denn bis zum 24. überhaupt zusichern? Kirschbäume. Ich geb dir Kirschbäume. Bänke. Und die Goldstatue. Vielleicht. Den Aschenbecher. Den auch. Den Aufzug. Ihr wisst, dass wir euch quadratisch praktisch gut machen, ne? Guck mal, wir stellen dich da rein. In den obersten Bottich von diesem komischen Wasser. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Wir kaufen es nicht. Warum gehört mir das nicht? Und wenn du da oben drin stehst, sorgen wir dafür, dass innerhalb von 2 Minuten deine gesamten Tränen überall im Wasser sind. Das habe ich noch nie gesehen. Ich will das Gebäude kaufen. Weil du kannst nicht alle Gebäude kaufen, nur weil sie groß sind. Ich habe das da noch nicht. Nein, du hast aber auch das noch nicht. Welches? Das ganz große da. Sicher? Ja. Tatsache. Das möchte ich auch kaufen. Das... Ich weiß nicht, wer da eigentlich was. Ist da irgendwas Interessantes drin? Nein. Dann. Also ich glaube, in dem Gebäude sind Apartments drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Zumindest die man auch... Also ein paar Leute, glaube ich, wohnen. Nein. Die sind da hinten. Dann kann ich es kaufen. Ich möchte das kaufen und das kaufen. Was mit der Baustelle? Willst du die auch gleich noch mitkaufen und einen scheiß Mile High Club draus machen? Ja, ich möchte die Baustelle kaufen. Was haben Sie jetzt gesagt? Ja, organisieren Sie das, machen Sie die Verträge fertig. Für die Baustelle? Ja, und geben Sie uns ein Konzept, was wir daraus machen können. Und stellen Sie die Baustelle endlich fertig. Sie sind doch das Bauamt. Ich möchte dieses Baustellengebäude kaufen. Ich meine, da tut sich die ganze Zeit nichts. Augenscheinlich geht Ihnen ein bisschen das Geld aus. Geld habe ich. Ich möchte die Baustelle kaufen. Machen Sie uns ein Konzept, was Sie daraus machen können. Schlagen Sie uns das vor und gleich kaufen wir es. Nein, wir kaufen das auf jeden Fall. Aber keine Baustelle, Ryan. Nur wenn die ein Konzept haben, was sie daraus machen können... Dann gehört uns mehr Land, Bennett. Da ist der scheiß Verarbeiter von Zement drin. Ja, dann gehört der uns auch. Also ich meine, Fläche ist ja schon eine begrenzte Ressource. Das haben wir schon besser als brauchen. Richtig, auch mein Lebensmotto. Offensichtlich. Ich gebe Ihnen 5 Millionen. Bar auf die Hand. Da muss ich mal mit Chef drüber sprechen. Wenn ich das ohne Basim-Abi jetzt kläre, kriege ich wieder auf den Hinterkopf. Du nennst dein... Ach, boah, wir können das uns mal vermerken, wenn Sie da Interesse dran haben, können wir mal abklären, wie das ist, ob wir das veräußern können. Perfekt. Gut. Und vielleicht machen Sie mir ein gutes Angebot, wenn ich das da auch noch nehme. So ein Bündelpack? So ein, ja. So, perfekt. Auf 2, Zahl 3. Wolltest du auch immer noch das Richmond Hotel haben? Das große? Nee, das will ich nicht mehr. Ich würde auch tauschen sonst. Also ich habe auch ganz viele andere Immobilien, also wenn Sie sich dafür eine interessieren, so ich mache auch Tauschgeschäfte mit Ihnen. Apropos Immobilie, uns wurde gestern eine angeboten, die wollte ich dir mal zeigen, du warst da damals sehr interessiert dran. Was? Welche? Zeige ich dir gleich. Okay. Fahren wir gleich vorbei.
Perfekt, dann haben wir uns das mal notiert. Bänke, Kirschbäume, Aschenbecher. Eigentlich wäre das jetzt eine Legende, um genau das, worüber wir eben geredet haben, Geld vom Server zu kriegen. Wenn die jetzt kommen und sagen, wir verkaufen eine scheiß nutzlose Baustelle, wo man gar nichts mitmachen kann für 10 Millionen, dann easy going, oder? Und hören Sie wahrscheinlich von meinem Kollegen. Okay, alles klar, machen wir so. Perfekt, perfekt. Top, dann schönen Abend noch. Das Gleiche. Tschüss, Beton, Murat. Ruffy will sein Haus veräußern. Im Bennen Canyon. Das hast, hattest du dir damals angeguckt oder hast du das Projekt ziemlich cool? Das würde ich gerne haben. Das will ich schon lange haben. Können wir vorbeifahren? Ich habe einen Schlüssel von Ruffy bekommen. Oh ja, das. Also, puh, dafür würde ich alle meine anderen Häuser verkaufen. Da wollte ich ewig lange eins kaufen. Hab ich damals das Geld dafür. 3,9 gekostet. Ja, ganz kurz, mein SMS. 3, irgendwas an. Boah, 3 Millionen krieg ich nicht hin. 3 Millionen krieg ich nicht hin. Ich werde auch ganz kurz meine SMS lesen. Ich bin gleich wieder da. So, ich muss dein Funkgerät mal laden. Schmeiß einfach ins Foyer, ich sammle die Spiele ein, ich habe noch geladene bei. Ah, okay. Und wir sind auch schon im Funk. Warte, ich kann mein Funkgerät einfach ins Wasser schmeißen. Ach, Ryan. Dann muss ich das wieder papiertechnisch angeben, dass wir eins verloren haben. Okay, gib mal ein neues, ich habe eins ins Wasser geworfen. Ja, vor dem Rolls. Was ist los, Chat? Wer ist lost? Wer ist müde? Worum geht's? Ich kann euch nicht folgen gerade. Ich hab den Taser übrigens in den Rolls reingepackt, ne? Haben wir einen? Ja, ich hab gestern ein paar, oder vorgestern hat Gordon ein paar bekommen, die habe ich ihm schon bezahlt. Perfekt. Boah, der will das echt verkaufen, ist aus. Wir können mit Mini-Money-Monster fahren. Geil. Das ist ganz schön weit für den, aber... Den willst du da nicht fahren. Wieso? Tatsächlich. Weil es eine Bergstraße ist. Es ist Mini-Money-Monster. Dreh- und Bergstraße. Ich mach dir auf. Kannst du rausnehmen. Dann müssen wir uns überlegen, an wen wir mein Grundstück verkaufen. Das ist ja auch riesig und mitten in der Stadt. Da ist kein Taser, ne? Du sollst den Akku, einen Walkie raus, Funkgerät rausnehmen. Wie war Funk? Der 2258. Der Taser liegt in deinem Auto. Funkcheck? Ja. Sollen wir dann eben mit deinem Rolls fahren? Ja, funktioniert. Funktioniert. Oh, der kam unerwartet. Ich hab dazwischen gehört, ne? Wollen wir gucken, ob er geht. Ja, der geht. Guck mal, wenn wir mit Mini-Money-Monster fahren, können wir die anderen beiden mitnehmen sogar, da haben wir genug Plätze. Komm, wir fahren mit Mini-Money-Monster. Ich glaube nicht, dass der hat auch noch 4 Plätze rein. Sicher? Ja. Nein, schon. Und damit brauchen wir 3/4 Stunde. Aber ey, mir ist das egal. Ja, 4 Plätze. Stimmt. Ja. Das sind auch nicht so viele. Ja. Ihr fahrt uns hinterher. Wollen wir erst noch bei meinem vorbeifahren? Und gucken, ob wir das brauchen, aber wenn nicht, verkaufe ich das. Du meinst das Hundefinger? Ja, lass uns erstmal das andere anschauen. Wohin müssen wir denn? West Highway. Das ist wirklich weit. Da, wo Okoyes Bruder ist. Da in dem Dreh musst du hin. Wo Okoyes Haus ist? Ja. Ja, die Bartenvilla. Okay. Ja, das Anwesen... Ich wusste gar nicht, dass ich mir da meine Immobilie angeguckt habe. Nicht da an der Straße, sondern oben in den Bergen. Genau, in dem Canyon. Eine der schönsten Immobilien, aber die war damals innerhalb von Minuten weg und die wurde, glaube ich, das erste Mal von Tony X gekauft. Nee, die hat Ruffy direkt gekauft.
Naja, aber die beiden anderen. Eine gehört Tony X und die andere hat Milzen damals gekauft. Ja, das ist richtig, aber die Ruffy hat, wurde vom Architekten extra gemacht. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Unbedingt habe ich mich damals drum gekloppt, die zu kriegen, aber da war kein Rankommen. Ich finde das Ding auch cool, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir auch nicht leisten. Ich muss alles verkaufen, was ich besitze. Würde ich aber tun für das Haus. Also ich glaube, alleine das Anwesen in der Stadt bringt mir eine Mille ein. Zur Not mache ich Ratenzahlung. Ach scheiße, ist von Raffi, egal. Hast du nicht für das eine Haus auch Ausbau beantragt? Ja, für alles ist beantragt. Und auch schon, soweit ich weiß, genehmigt hinter uns. Was stehen da denn so viele Autos vor? Also hier ist vor uns. Was das ist das? Die rote, keine Ahnung was. Mhm. Ich glaube, das ist gelb. Könnte sein, ja. Folgen Sie dem Verlauf der Straße. Ja, also das ist ein extrem cooles Haus. Aber mit 3 Millionen definitiv außerhalb meines Budgets. 3 Millionen eigentlich günstig für eine dicke Villa. Also ich muss halt. Ich kenne sie jetzt nicht, aber. Wir können zusammenlegen, weil das, ne? Ich verkaufe alle meine Autos. Können wir drüber reden? Mach deine WG auf wie die Bullen immer. Du musst halt bedenken, da sind halt auch noch. $1,000 tägliche Kosten. Boah! Uiuiuiuiuiui. Na egal, ich habe ja keine Autos mehr. Den R8, den gibst du aber nicht ab. Nee, den dürfte ich auch gar nicht abgeben. Den fahre ich in letzter Zeit ziemlich gerne. Ja, ich fahre gerne den Porsche. Nächste rechts. Ja, bitte sei vorsichtig bei der Bergpiste, da geht's wirklich sehr weit runter. Wir sitzen in einem verfickten Panzerauto. Ja, das ist. Geht trotzdem weit runter und das Ding ist schwer und beim Aufklatschen ist das, glaube ich, doch einfach fest. Auch nicht. Das raus hier links gehört den Cops mittlerweile. Die rote Villa da vorne, die du da siehst. Ja, das hier links ist Kopf-Eigentum. Die rote? Ja, ist das schönste, eines der schönsten Häuser. Die werden wir nicht kaufen. Warum? Das ist nicht die Psycho-Villa, ne? Das ist die da drüber. Das ist nicht die Psycho-Villa. Nein, die Psycho-Villa ist die da drüben. Ich habe Schlüssel. Abgeschlossen. Die Psycho-Villa ist die hier oben. Die steht auch bis heute leer. Ich liebe dieses Haus. Boah. Es ist so schön. Ich geh dumm. Oh. Vielleicht eine neue Tür einbauen, ne? Danke. Es ist so schön. Das hat einen Spieltisch. Mhm. Boah, das hat schon was, ne? Holy shit. Tür mal den aus. Das heißt, du gehst erstmal. Ne, warte mal, so tief ist das da gar nicht.
Was höchstens nass ist. Die Bar, ey, boah. Ich bin sehr verwinkelt innen drin. Also es ist echt schön, aber es ist echt, Ja, das ist halt dieser moderne Stil, ne? Es hat echt viele Wände irgendwie. Mit dem Wasser überall. Hat das einen Keller? Weiß man das? Nicht, dass ich wüsste. Boah. Wie gefällt dir ich gehe dumm. Turm? Das ist schon hübsch. 3 Millionen will er dafür haben, ja. Etwas über 3, ich glaube 3,1 oder so. Ich telefoniere gleich mal. Ja, hier kann man. Badezimmer. Ja. Hier ist das die Steinwand kaputt. Das vielleicht ist das so ein Effekt, weißt du, vielleicht soll das so. Ich glaube, das ist schon wertmindernd, ne? Also das ist schon... Ja, aber 3 ist, also 3,1 ist tatsächlich vollkommen okay für die Butze, ne? Ich finde, da kann man auf jeden Fall am Preis noch was machen, weil da auf jeden Fall eine Wand kaputt ist. Ich meine, das muss man ja dann auch, ne, bis die Handwerker da gewesen sind, da müssen die Handwerker bezahlt werden und so, das... Okay. Finde ich sehr schön. Das war die oberste Etage hier. Ja, ich glaube, es gibt keinen Keller. Ich würde es ja ehrlich gesagt noch fühlen, jemanden hier runterzuschubsen. Was ist denn das hier unten? Da ist noch eine Bar auf der anderen Seite. Ein Helipad hinter uns zum Landen. Du hast zwar den Psycho-Nachbarn da oben, aber... Ist schon schick. Steht alles sehr nah beieinander hier. Ja, aber gut, das kann man ja verrücken lassen. Können wir Helipad gucken? Wieso verkauft er das? Er das damals mit Rickard und mit Glyph zusammengekauft hat, die aber nicht mehr da sind und er alleine, das ist zu groß. Na gut, dann Unterhaltskosten sind okay. Basketballplatz. Ja. Wo ist das Helipad? Andere Seite. Also, andere Seite. Das andere. Alter, wo kommst du denn her? Falls man mal Basketball spielen will, wenn der Heli ein bisschen länger braucht. Ist schon cool, ne? Ah, das Haar hier ist auch weiß und nicht gelb, ne? Also finde ich, dass sich das auch wieder preismindernd auswirken sollte, ne? Das ist also schon... Was mit der Psycho-Villa? Die steht leer seit Jahren, soweit ich weiß. Die wird verkauft damals. Das zieht keiner ein. Lass mal hoch, glaube ich. Ich kann mich wieder aufstellen lassen.
Ob Rooks mir einen Kredit von 3 Millionen gibt? Man muss erst rausfahren, dann kann man Leska zumachen. Steig ein, steig ein. Ich will dir was zeigen. Den Ort, an dem sich meine Leute rumtreiben. Bennett. Ja? Das eine Haus, die Blockhütte verkaufst du aber nicht, ne? Nee, nee, die behalte ich alleine wegen dem Keller. Das ist unser, also einer der wenigen Orte, die komplett unbekannt sind, bis auf Garcia kennt diesen Ort niemand. Da steht ein Auto. Ich sag doch. Ja, Tony X. Ja. Kennzeichen Overkill. Ja, ist Tony X. Die schon seit Ewigkeiten verkauft. Aber die wirkt immer so düster und unbewohnt. Als ich in den Staat kam, wurde mir gesagt, von der Villa soll ich mich fernhalten, sonst, wenn man hier erwischt wird, stirbt man. Wenn ich denjenigen in die Finger kriege, der hier sein Unwesen treibt, dann stirbt der. Tony X gehören so viele Immobilien, das ist unfassbar. Nee, von dem rede ich nicht. An und für sich aber auch ein schönes Grundstück, da können wir uns viel draus machen. Ne? Ist aber, sieht aber sehr lieblos aus. Bei mir ist es geprägt. Ja, ich kenne die Geschichte. Wer hier wohnt, die Geschichte. Verliert seine Seele. Was? Von ihm, seinem Freund, rede ich. Der steht hier auch, seitdem ich hier bin. Ne? War das derjenige, der Lea irgendwie verbrannt hat oder so? Mhm. Funktioniert der noch? Der funktioniert noch. Was macht er? Keiner weiß das. Also hast du Interesse an dem Ding da unten, Ryan? In der Hütte? Ja. Nicht für dich gucken, dass ich irgendwie organisiert kriege, das zu kaufen. Nee, eigentlich nicht, aber... Ich frage mich, ob es einfach eine gute Wertanlage wäre. Wer dann da am Ende drin wohnt, wäre mir ja egal, aber... Ja, mit Tony X, wer immer das ist, nicht die nächste Immobilie hat. Das ist, aber ich, also, keine Ahnung, ich muss halt gucken, wie viel ich zusammenkriege. Ich weiß nicht, ob Brooks Kredit in der Höhe vergibt. Ob man die sonst einfach in unsere Hände holt, denn haben ist besser als brauchen. Wer zum Teufel ist Tony X eigentlich? Kennt den jemand? Oh, den habe ich damals kennengelernt. Der hatte damals eine Fahrzeugvermietung. Aha. Und dann fing er irgendwie an, Importkarren hier hin und her zu handeln, damit Profit zu machen. Ist halt auch jemand, der damals mit den alten Platz ziemlich nah zusammengearbeitet hat und irgendwie Lagerfahrzeuge gehalten hat, wie wir das mitbekommen haben. Tony X haben wir auch bei den Cops regelmäßig gehabt. Der hatte früher die Hand über viele, viele, viele Luxusautos und hat die rausgegeben und vermietet. So dass wir bei Straftaten immer wieder auf Tony X kamen, weil die Sachen mit seinen Karren gemacht wurden.
Ja, können wir von der Psychobilder hier weggehen? Ich... Ist halt die Frage, was ich das Anwesen unten verkauft kriege in Vinewood. Wie hast du dafür bezahlt? Ja, ich habe das damals im Schnäppchenpreis gekauft. Ah ja, stimmt, du hattest den gleichen Schnäppchenpreis, den ich auch angeboten. Ja. Zeig mir mal das. Du hast auch schon beantragt, den Pool zu füllen und einen kompletten Außenbereich zu machen, weil das ja auch riesig ist. Ja, sag mal, wo lang, ich würde es gerne mal sehen. Fahr mal Richtung Triaden-Anwesen. Playboy-Menschen. Das ist das Haus, was eigentlich Atto damals haben wollte, was ich ihn wegkaufen wollte. Und dann hat Atto einen anderen Preis angeboten bekommen, wo er abgelehnt hat, und dann wollte ich es auch nicht haben. Eigentlich ein schönes Grundstück. Rechts, links? Tatsächlich. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Fahr mal rechts wieder über Highway zurück. Na, obwohl du kannst über die Kreuzung, kannst du dann gleich links fahren. Abzweigung, dann kommst du oben, Reha-Zentrum, Tankstelle raus. Ja, das ist smart. Jetzt links. Also wenn Raffi dich nochmal fragt, Valeska, sag mal, ich habe Interesse an dem Grundstück. Wir müssen nur Finanzierung klären. Ja, alles gut. Wie gesagt, ich habe Ryan fand das halt damals cool. Ja, aber es gebraucht. Und deswegen habe ich halt gesagt, er soll mir mal einen Schlüssel geben, dann zeige ich das nochmal. Also cool finde ich das immer noch. Wenn Lea aktiver aus dem Haus kommen würde, vielleicht, aber für mich alleine, ich penne oft im Macebank Tower. Die Hütte im Wald, die haben wir ja damals auch für einen Schnäppchenpreis gekauft und selbstständig komplett umgebaut. Das zu verkaufen wäre dumm. Also vor allem, weil das so einzigartig ist und keiner weiß, was da Phase ist. Dass wir da noch einen Keller haben, weißt du, ne, Ryan? Ja. Ich glaube, Brian hatte auch einen Schlüssel, oder? 1-1-1. Ich glaube, wir haben hier links. Damals mit Alessio da, glaube ich. Nächste dann rechts. Also nächste Straße. Ehrlich gesagt, wirklich lohnen würde es sich dann halt aber auch erst dieses Anwesen zu verkaufen, wenn du halt Umbauten fertig hast, ne? Ja, das ist halt eine extreme Wertsteigerung. Hat er nicht Herzinfarkt? Ja, was heißt Herzinfarkt? Jetzt das vor uns rechts, hier kannst du rechts in die Einfahrt fahren. Ah, okay. Das kenne ich schon. Ja, das habe ich gekauft. Hat auch eigentlich ein ziemlich schönes Anwesen. Ja, dann hau das da unter den Hammer. Ja, aber das bringt mir vielleicht 500.000 bis 1 Million, irgendwie in dem Dreh. Ich erzähle euch gleich die Story mit Burns. Immer noch zwei, die ich irgendwie zusammenkratzen muss. Für die, die gerade fragen, wenn es nicht kennen, ich erzähle euch gleich. Handelt Hux noch mit Grundstücken? Ja, ne? Ja, ich denke schon.
Er wollte uns doch rauskaufen aus seinen Geschäften. Aber haben wir nicht zugelassen. Vielleicht kauft er mich aus der Versicherung raus. Die immer wieder die Schilder aufstellen müssen, die du kaputt wirst. Ja, Pech gehabt. Wofür habe ich einen Panzerwagen? Ich telefoniere mal mit Rooks. Ich lese mal ganz kurz SMS. Das Ding bei Burns war halt einfach, Burns war damals in dieser ganzen Story, der war halt einfach Staatsfeind Nummer 1. Und es war ja nicht der erste Burns-Charakter, sondern der, ich weiß nicht wie vielte. Und in der Vergangenheit ist es einfach so gewesen, das hat einfach bei Arma schon angefangen damals. Die Burns-Charaktere, die waren ziemlich heftig und ziemlich drüber. Und bist du immer noch im Immobilienmarkt? Also so sehr drüber, dass Polizisten mit Bomben an Gebäude gebunden worden sind und so weiter und so fort. Ja, warte mal, ich gehe mal gerade einen Schritt. Ja. Ich höre einfach Bennett auf 20 Kilometer. Und dann ist es so gewesen, dass unser Burns-Charakter hier, und deswegen haben wir den sterben lassen, in Anführungsstrichen, eigentlich haben wir den gar nicht sterben lassen, sondern mir gingen halt die Fragen nach dem Charakter einfach auf den Sack, weil es halt immer wieder kam, wann spielst du wieder Burns, wann spielst du wieder Burns, deswegen haben wir ein Herzleiden erpäht, quasi, eigentlich nur. So, das heißt, wir könnten den Charakter theoretisch spielen, sondern, weil wir haben das nur gemacht, also der ist nicht im RP tatsächlich gestorben, sondern wir haben das gemacht, damit die Leute nicht mehr auf den Sack gehen, so. Und das Ding ist aber halt einfach gewesen. Der hat richtig auf die Kacke gehauen. Der war Staatsfeind number fucking one. Ja, der hat mit Scharfschützengewehr auf Polizisten geschossen. Der hat mit Molotow-Cocktails das PD angezündet und so weiter und so fort. Der wurde gesucht wegen 40-fachem Mord oder sowas. Und der wurde dann auch irgendwann gefasst. Und es hätte dann mehrere Möglichkeiten für diesen Charakter gegeben, die ich durchaus auch verstanden und angenommen hätte. Nämlich zum Beispiel, dass er, so wie auch die anderen Burns-Charaktere, und streng genommen hat er es noch ein bisschen darauf angelegt, von der gesamten Polizei hingerichtet wird. Einfach. Alternative Nummer 2, absoluter Psychopath, Massenmörder, dass er lebenslänglich ins State kommt. Damals war aber irgendwie Umstrukturierung, Justiz und Co. Das heißt, die haben den Charakter Burns, Massenmörder, Terrorist eigentlich, Brandstifter, sein Urgroßvater, haben die nach sehr langem State-Aufenthalt wieder freigelassen. Und das war für mich dann, also wir haben dann einmal oder so wieder versucht, den zu spielen und haben auch so ein kleines bisschen mit Burns Unwesen getrieben, sind auch einmal ins PD gelaufen mit Burns. Und ich glaube, das habe ich offstream, habe ich aufgenommen, glaube ich. Und habe es dann im Stream gezeigt gehabt. Die Reaktion von allen, die ihn noch kannten, war legendär tatsächlich. Weil alle gedacht haben, ach du Scheiße, der ist wieder da. Und ja, aber ich habe mich schwer getan. Ich habe mich einfach schwer getan mit diesem Charakter, weil eigentlich seine Story irgendwie mit der Inhaftierung damals, und ich glaube, es war irgendwie, also bei der Inhaftierung oder kurz vor der Inhaftierung hat er noch mit dem Scharfschützengewehr auf Polizisten geschossen. Und der wurde zu Recht lebenslänglich verurteilt. Dass er aufgrund von Justizänderungen und I don't know und Gesetzen und so weiter und so fort dann wieder auf freien Fuß kam und aus dem State gelaufen ist, war halt für mich RP-technisch irgendwie schwierig zu spielen. Sondern, also, gefühlt war damit diese Riesen-Burns-Story für mich irgendwie abgeschlossen. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, der lebt theoretisch noch. Also, wir haben den dann einfach dead gefleckt. Ich habe mal irgendwie aus Joke in dem Stream, ich habe mich eingeloggt und habe gesagt, Herzinfarkt, und mich wieder ausgelockt. Und dann habe ich Jari geschrieben und habe gesagt, Bruder, fleck mir den mal bitte auf tot, so mir gehen die Fragen echt derbe auf den Sack. Theoretisch ist er nicht tot. Er ist im RP, ist er nie gestorben. Theoretisch könnten wir den spielen.
Aber ich tue mich halt einfach echt schwer. Ich weiß, viele von euch mögen diesen Charakter sehr, sehr gerne. Es war halt auch einfach mal was anderes. Und ist wirklich geisteskranke Psychoscheiße. Oder der hat Leute an Zäune gebunden und mit einem Molotow-Cocktail Brandmäler in die reingemacht und so eine Scheiße. RP-technisch war das geil. So, das hat auch viel Spaß zu spielen gemacht und so. Aber keine Ahnung, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber also ich tue mich dann halt einfach echt schwer, so, es war ja nicht nur die Lehrgeschichte, auch irgendwelche Ärzte oder sowas. Wenn er die Gelegenheit dazu hatte, hat er denen das T-Shirt ausgezogen, hat die mit in seine Kammer genommen und hat denen einfach Feuermale eingebrannt und so. Und die Burns-Charaktere, oder also diese Reihe an Burns-Charakteren, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, das ist ja nun mal nicht der erste, sondern Burns-Charaktere begleiten diesen Kanal hier und RP, sei es Arma, egal ob Arma oder GTA-RP, uns ja jetzt schon immer, quasi. Ne? Aber ja, ist halt einfach. Für mich gefühlt hat die Geschichte damals einfach irgendwie so einen Abschluss gefunden. Und für mich war es RP-technisch dann einfach schwierig, weswegen wir den einfach auf Eis gelegt haben. So. Hättest du selber denn mal wieder Lust auf so einen Char? Auf so einen Psychopathencharakter. Ah, ich kann mir das schon vorstellen, tatsächlich, ja. Also, tatsächlich könnte ich mir das vorstellen. Jonas, 5 verschenkte Subs, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Husky, danke auch dir für deinen Sub. Vielen lieben Dank. Rudolf, danke für 12 Monate. Calico, danke für 29 Monate. Dolfo, danke schön für 24 Monate. Dark Devil, danke für 42. Steel Crash, danke für 32. Halbzeit, danke für 42. Basti, danke für 39. Anderer Basti, danke für 13. Brave, danke für 54. Jaskim, danke schön für 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Also, ich könnte mir schon vorstellen, mal wieder einen Psychopathencharakter zu spielen. Überleg mal allein auch, was wir für Legendenverfolgungsjagden hatten damals und so. Aber ich glaube nicht Burns. Also ich glaube. Ich glaube, für mich ist der Burns einfach dann so. Aber der hat halt auch viele, viele Geschwister gehabt immer, ne? Burns war lustigerweise mein allererster RP-Charakter, den es je gab. Auf Arma damals. Ganz, ganz anfängliche Arma-Zeit. Mein allererster Charakter war ein Burns-Charakter. Nicht Miguel? Burns, tatsächlich. Und der erste Burns-Charakter wurde hingerichtet von der gesamten Polizei Lakeside. Der zweite Burns-Charakter wurde hingerichtet in einer Undercover-Aktion vom FIB Tanoa. Der wurde gesprengt. Der wurde samt Gebäude mit C4 in die Luft gejagt.
Der dritte Burns-Charakter ist der, der von der gesamten Polizei Los Santos lebenslang inhaftiert wurde. Der vierte Burns-Charakter. Man weiß nicht, wo er ist. Schlo Burns, Harald Burns, Montgomery Burns. Ja. Ja. Und Lucy. Aber wer weiß, was mit 3-0 kommt, ne? Vielleicht kommt mit 3-0 ja auch nochmal ein Burns-Charakter. Mach das nicht mit mir, Schlo. Hat Schlo eben erklärt, im MP ist er nicht wirklich gestorben. Für Schlo ist er aber tot. Ja, also versteht ihr mein Problem, in Anführungsstrichen, was ich damit habe? Also, Problem ist das falsche Wort, aber so, für mich ist das Kapitel einfach zu. Und wenn, dann fände ich, wäre es eher an der Zeit für einen neuen Psychopathen. Und jetzt lasst uns ein paar Millionen ausgeben. So. Was so, Rooks guckt sich nachher das Gebäude an. Und dann gucken wir mal, ob er mir, wie viel er mich auszahlen würde, wenn ich aus der Versicherung austrete. Und dann gucke ich mal, wie viel Geld ich zusammen habe. Ob es dafür irgendwie reicht, sonst muss ich ein paar Autos verkaufen. Ja gut, aber mal gucken, ob das reicht. Du bekommst doch alleine super viel, wenn du deine andere Hütte verkaufst. Ja, das ist die Frage, wie viel man dafür kriegt. Ich denke, eine halbe Mille wird es werden. Nicht wirklich viel mehr. Vielleicht kann ich noch argumentieren, dass der Ausbau schon bezahlt ist. Was willst du denn unbedingt mit der Hütte? Ich finde die cool da oben. Habe ich mal eine Ruhe. Ja, gut. So muss das wissen am Ende des Tages. Mir ist viel wichtiger, dass die das hier jetzt mal ausbauen. Tatsächlich. Weil das ist so viel ungenutzte Bürofläche, die wir theoretisch nutzen könnten halt. Ne? Und den da benutzen wir auch nicht, weil der auch noch nicht umgebaut ist. Weil auch seit 2 Jahren gemacht werden sollte. Du willst eine scheiß Baustelle kaufen, Ryan? Ja. Also, warum nicht? Ja, die ist wirklich groß. Und? Aber das könnte wirklich groß unsere sein. Ja.
Wir haben sowieso zu wenig Gebäude. Ich finde, wir sollten wieder mehr in Immobilien investieren. Ich rufe mal Rooks an. Wenn er jetzt für dich Zeit hat, bin ich sauer. Er hat mir gesagt, er hat für mich heute keine Zeit. Hallo, Ryan. Mahlzeit, Rooks. Du sag mal, ich überlege ein bisschen in Immobilien zu investieren. Okay. Du weißt ja, Geld, was liegt und nicht arbeitet, ist halt auch ein verlorenes Geld. Ja. Jetzt habe ich eben gerade mit dem Bauamt schon geredet, so sämtliche Gebäude um mich herum eigentlich zu kaufen. Hier ist auch so eine riesige Baustelle da, wo der Zementheini da drunter steht. Ja. Ja, ich will die komplette Baustelle kaufen. Und die gucken jetzt, ob die mir ein Angebot machen können dafür. Also, ich will die einfach nur haben, weißt du? Haben ist besser als brauchen und Immobilien sind einfach eine stabile Wertanlage. Hast du noch irgendwelche wertstabilen Immobilien, wo du sagst, ey, da könnte ich Geld reinlegen? Ich mache mir mal Gedanken, okay, das durch. Also, und da rede ich jetzt nicht von der Crap-Immobilie, die Bennett, warum auch immer, unbedingt haben möchte. Nachdem da schon, ich weiß nicht, wie viele Leute darin gewohnt haben, weißt du, aber irgendwas, wo du sagst so, yo, das wäre was, das ist auch wertstabil irgendwie, da könnte man, weiß ich nicht, ein Feriendomizil draus machen oder einen Untermieter reinsetzen vielleicht oder keine Ahnung was, ja, einfach irgendwo, um so ein bisschen was anzulegen halt. Ja, ich mach mir Gedanken zu, okay? Alles klar, sag mal Bescheid, wenn du irgendwas hast oder wenn dir was einfällt. Alles klar, Marie. Perfekt, danke dir, ciao. Ciao. Ich habe jetzt nicht wirklich Nutzen für einen Jetski. Was willst du? Was? Wieso Jetski? Wie kommen wir darauf? Ich habe noch einen Jetski, habe ich gerade gesehen. Ich weiß gar nicht, wann ich den gekauft habe. Ich glaube, ich habe meine Boote alle abgetreten. Warte mal. Meine Boote? Wo sehe ich das? Fuhrpark-App, musst halt wissen, wie es heißt. Ach du Scheiße. Links sind alle Autos, auf die du Schlüssel hast, und rechts sind deine. Ist ein Dingy ein Boot? Ja. Dann habe ich ein Boot. Müsste so ein Schlauchboot sein, glaube ich. Ja, so ein schnelles Schlauchboot. Was ist denn ein Albany? Ist das ein Auto? Albany ist doch so ein Helikopter-Ding, oder? Ist das nicht der goldene Heli? Nee, Albany ist schon ein Auto. Aber ich habe derzeit keinen Zugriff auf das Fahrzeug. Es könnte sein, dass das... Wie heißt das Fahrzeug? Dass du noch einen Schlüssel hast zu irgendeinem der uralten Dienstfahrzeuge. Weil bei mir werden da auch noch meine ganzen alten Dienstfahrzeuge angezeigt. Kann sein, dass es irgendwann mal ein Dienstfahrzeug von dir war. Ein Dienstfahrzeug? Kannst du das Kennzeichen einsehen? Dann dürftest du gucken, ob das ein... Nee, ist nicht angemeldet. Haben Sie mal gedient, Herr Ben? Ja, ich war mal bei der Polizei. Oh ja, mit denen habe ich auch schon Bekanntschaft gemacht. Die habe ich aus dem Laden geschmissen. Kann ich die Gestellnummer oder irgendwas sehen, damit ich bei den Cops gucken könnte, ob die das vielleicht haben? Ich glaube, du kannst dir da weitere Infos anzeigen lassen, wenn du da rechts auf das i tippst. Nee. Ich glaube, da musst du zweimal drauf tippen. Nee, ich kann das nur verschieben. Ah, doch. Nicht zugelassen, Benzin, Identifikationsnummer. Ursprünglicher Kaufpreis 5.000, klingt nach einem Kopffahrzeug. Ja, also klingt nach einem dienstlichen Fahrzeug. Wann ist das zugelassen worden? Wie viele Kilometer? Ist ja nicht zugelassen. Kilometerstand 0. Hm. Aber Erstzulassung vor einem Jahr, dann kann das ja kein Kopffahrzeug sein. Ryan, was ist das vielleicht, du hattest damals hier den Prison State Prison Wagen. Ah, yo. Das könnte der sein.
Dann macht der Preis auch Sinn. Aber den krieg ich ja auch jetzt nicht mehr ausgeparkt, ne? Nein. Wie würde ich den abgeben können? Gar nicht. Gar nicht. Der wird für immer in dieser Liste bleiben. Ja, habe ich auf jeden Fall verstanden. Der wird für immer in dieser Liste bleiben. Gut, dann Dozer, das ist der Dings, der Bagger, okay. Von dem ich immer noch nicht weiß, wo er ist. Der ist einfach fort. Der vielleicht beschlagnahmt wurde. Ja, es kann sein, dass der beschlagnahmt wurde. Angeblich nicht. Okay. Kann ich bei den Cops nach Identifikationsnummer fragen? Nee, glaube nicht. Probier's mal aus, aber ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Aber in der Regel, also kannst du nachfragen, ob der beschlagnahmt wurde. Ja, die haben schon mal geguckt und angeblich wohl nein. Warte mal, ich ruf die mal an. Bis mal kurz nach SMS. Ort gewesen. Perfekt. Dann ruf ich auf der Leitstelle an. Die Leitstelle ist alles für die, das kann ich für Sie tun. Ja, warte, erst Mahlzeit. Kurze Frage. Wenn ein Fahrzeug von Ihnen beschlagnahmt wurde und in die Verwahrstelle gebracht worden ist, ja. Das Fahrzeug aber nicht angemeldet ist. Ja. Woher weiß ich denn dann, also wie würde ich wissen, ob Sie das haben oder nicht, wenn das nicht angemeldet ist? Wenn Sie einen Fahrzeugschein, also die haben ja einen Fahrzeugschein, das ist ja Ihr Fahrzeug. Ja, ja, ich habe auch sämtliche Informationen über das Fahrzeug. Ich vermisse das Fahrzeug, ja. Jetzt aber allerdings schon seit, ich weiß nicht wie vielen Wochen. Und das steht nirgendwo rum und der Garagenwärter hat das Fahrzeug auch nicht. Schau mal kurz bei uns eine Liste, ob ich das bei uns vermerkt hat. Auch eine Identifikationsnummer zu dem Fahrzeug, die bringt Ihnen wahrscheinlich aber auch nichts, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das heißt, die Karre ist halt nirgendwo, also scheiß am Ende auf das Auto, aber das blockiert mir den Garagenplatz im Zweifel und das halt einfach weg. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die es eigentlich noch gäbe, wäre, dass das bei Ihnen steht. Ich könnte Ihnen vorschlagen, dass ich da eine Einheit mal hinschicke zum Impoundhof und stellst dabei und die Einheit mal bei uns in der Garage gucken, ob wir da noch das Fahrzeug eventuell drin haben. Die kann dann aber die Identifikationsnummer abgleichen auch. Die können das dementsprechend abgleichen. Okay, das wird dir helfen tatsächlich. Okay, dann komme ich zum Impound-Gedöns. Hört Sie, kommen Sie. Warten Sie mal kurz. Im Moment eine, komm. Sendung SD1 von Deutsche Telekom. Da ist Standort. Vor, dann haben wir aktuell keine weiteren Einheiten, komm. So. Funk und so, tut mir leid. Ja, alles gut, alles gut. Ja, sobald ich eine Einheit habe, dann schicke ich sie da mal hin, dann müssen sie da bei uns mal in die Garage gucken, ob wir das Fahrzeug bei ihnen stehen haben. Von ihnen stehen haben. Wann wird denn das sein? Aktuell habe ich alle Einheiten auf Einsatz und Ausbildung. Ich könnte Ihre Nummer tatsächlich, wenn das Ihre Nummer ist, wo ich mich dann melden könnte, ja, würde ich Sie dann anrufen. Dann melden Sie sich einfach. Dann melde ich mich einfach bei Ihnen. Oh, perfekt, danke, Trip. Super, tschüss. Bist du in Ausbildung? Nö, warum? Kannst du mir einen Gefallen tun? Gefallen? Nicht so einen wie beim letzten Mal. Es ist kein Bongo gefallen, ja? Nein, es ist nicht so ein merkwürdiger Gefallen wie beim letzten Mal. Es ist einfach nur ein stinknormaler Gefallen tatsächlich. Es ist keiner, wo irgendein Psychopath sitzt. Es ist keiner, wo jemand erschossen wird. Es ist keiner, wo... Es ist einfach nur ein ganz normaler Gefallen. Okay. Okay. Kannst du dich mit mir am Impoundhof treffen? Impound, das kriegen wir wohl hin. Ja, ich habe ein Fahrzeug, das könnt ihr auch gerne behalten. Das Ding ist, ich will das Fahrzeug nicht mehr haben, aber das ist fort.
Und laut Garcia habt ihr das nicht in der Liste beschlagnahmter Fahrzeuge. Das heißt, du müsst einmal gucken, ob ihr das im Impound habt und einmal mit mir die Identifikationsnummer abgleichen. Weil, okay, also, was für ein Auto ist das? Ich vermisse das so lange schon, das steht nirgendwo rum und in der Garage ist das halt auch nicht. Das ist so ein Bagger. Bagger? Oh. Ja, so ein Dozer. Da haben wir bestimmt auf jeden Fall einen, aber ich glaube vom Phoebe noch. Müssen wir mal schauen. Ja, oder der ist mit meinem Bagger rumgefahren, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall nicht angemeldet, das ist halt das Problem. Das heißt, ich suche einen nicht angemeldeten Dozer. Ja, ich guck mal kurz, wie viel ich da drin habe. Ja, ja, kannst du ihn auch kaufen, wenn du willst. Bulldozer, nee, ich brauche. Nee, danke. Ich hab. Also, nee, der ist angemeldet. Einen unangemeldeten habe ich. Dann komm mal vorbei, dann können wir gucken, ob der ja, das ist. Perfekt, ich bin gleich da. Okay, danke, bis gleich. Bis gleich. Könnte der Dozer eventuell auch in der Zulieferung beim Casino unten stehen? Weil ich meine, da gäbe es außerdem der Einfahrt auch noch Parkmöglichkeiten drin. Ob der eventuell da ist? Nein. Nee, glaube ich nicht. Ich schau mal ganz kurz im Pontoff. Wollen wir mitkommen? Könnt ihr machen. Ich nehme den. Ich nehme den nicht weg. Ja, wir fahren ins Paradise. Oh, viel Spaß euch. Ja, schönen Abend. Ja. Hab ich nur im Nachhinein gehört. Mahlzeit, Gassier. Hallo, du hast angerufen. Kann ich helfen? Ja, alles gut. Ich hab schon Job angerufen. Wenn du keine Zeit für mich hast, dann Ordnung, nehme ich halt einen anderen Polizisten. Ah, so schnell wird man ersetzt. Okay, so. Mag ich mir. Jeder ist ersetzbar, Gassier. Okay, dann weiß ich Bescheid. Wie sonst? Alles gut? Ja, alles gut. Okay. Ein paar Dinge, die wahrscheinlich noch getan werden müssen, aber sonst alles entspannt. Kein Fiebertraum? Noch nicht, zum Glück nicht. Okay. Und selbst? Ja, nee. Der Impound-Hof ist hinter uns. Ich weiß doch nicht, wo der Impound-Hof ist. Geradeaus. Davis, ja. Viel Spaß, Christoph. Danke, ciao. Aber warum fährst du denn einfach irgendwo hin? Ja, weil ich gedacht habe, der wird ja schon irgendwo sein. Nächste links. Hat gar nicht wehgetan, also uns. Guten Tag. Das war nicht gut. Dan Davis doch. Hallo. Also für dich war das jetzt schlimmer als für uns. Ja, das war beschissen. Ich mein, wir haben ein Panzerfahrzeug. Geht's hat dir gut? Hat uns gar nicht wehgetan. Brauchst du einen Arzt? Oh, einen ACLS auf jeden Fall. Brauchst du einen Arzt? Nee, ACLS auf jeden Fall. Nee, Arzt nicht. Oh Mann. Ich glaube, dein Auto hat gut einen mitgekriegt. Als wären wir über einen Stein gefahren, ne? Als wären wir über einen Stein gefahren. Das Department of Justice. Ich bin nee, sie sind nicht der ACLS, hat mich verwählt. Jo, 914 ist die Richtung. Das war. Oh, Mann. Die anderen, die nichts taugen. Warte, jetzt klingelt mein Telefon. Ja? Hallo, die Leitstelle ist alles für dies hier. Mahlzeit. Ja, Jupp ist schon am Impound-Hof, danke. Ah, okay, super. Tschüss. Ja, die sind besetzt. Ja gut, nee, alles gut, dann warte ich kurz einfach. Ja, das ist gleich einmal. Okay, aber dir ist sonst nichts passiert. Ja, nee, alles gut. Das kommt davon, wenn man sich mit seiner Gruppierung an unseren Fahrzeugen zu schaffen macht und die klaut, ja, dann fahren wir über eure drüber. Achso, du redest von dem Mercedes, oder? Ja, das habe ich schon gehört. War schon übel lustig. Okay, aber dass gut. Sie dann noch vorbeigekommen sind. Ja. Okay, aber gut, dass hier nichts passiert ist, dann ist das Auto. Nee, alles gut. Okay, ja, ciao, ciao. Weiter. Jo, tschö. Wie so eine Fliege auf der Landstraße hat sich das angefühlt, ne? Wenn die so plopp macht an der Windschutzscheibe. Und beim nächsten Mal bleib auf deiner Spur. Natürlich. Du musst lauter reden. Ja, da war ein Polizeieinsatz an der Mazemake Arena, weil irgendein Bambi gemeldet hat, dass da ein Panzer steht und die Cops sind da mit 100 Einheiten hingefahren. Wegen okay, von 100 Einheiten habe ich jetzt nicht gehört. Wegen unserem Auto hier, das? Ja. Ja, wegen dem. Ja, Sache ist auf jeden Fall.
Guten Abend. Tag. Abend. Hast du die Fahrgestellnummer? Muss ich erst rausholen? Nee, hab ich. Warte. Wenn ich die App finde, warte. Fuhrpark heißt die Scheiße, ne? Korrekt. Richtig. Fuhrpark da. Wie werde ich denn übrigens, Jupp, so, ich habe noch eine Karre vom DUC. Wie werde ich denn die los? Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Perfekt. Gibt's ja nicht mehr. Ja, aber es gibt das Auto noch. Ja. Vielleicht beim Gewerbeamt irgendwie abgeben. Ich weiß nicht, ob die das können, weil... So, Identifikationsnummer. Hast du was zu schreiben? Ich habe mir die schon mal aufgeschrieben, die ich da drin habe. Okay. Sag mal. KVM. Ja. 9UJ. Mhm. ZEE. Mhm. YDI. Ja. DSD. Mhm. IR6. Ja, das ist der. Ich löse den mal aus. Ich wusste doch, der muss irgendwo sein. Der muss, also keine Ahnung, der war ja 100 Jahre verschwunden. Warum habt ihr den? Wahrscheinlich wegen Pibi, weil der die ganze Zeit mit Bulldozern rumgefahren ist. Warum ist denn Pibi mit meinem Bagger gefahren? Hat er bestimmt geklaut. Ja, das kann ich mir jetzt nicht erklären, oder? Da stand irgendwo rum. Ich reiß ihm den Arsch auf, wenn er den geklaut hat. So, komm, hab ich den spontan Fender auf die Schnelle. Ja, Ryan, ich erinnere mich, ich hab damals über die Polizisten... an deinem Anwesen, weil der auf die Straße gerollt ist, den Bagger einmal abschleppen lassen. Aber dass sie den beschlagnahmt haben, hätte ich nicht gedacht. Bestimmt auch leer, ne? Das letzte Mal, als ich den gesehen habe, haben wir damit Bennets Auto einen Hang runtergeschoben. Nee. Guck mal, meine Liste. Nee, da, das ist gelogen. Hab ich gefunden, ne? Nee, das war ein Pounder, den du über mein Auto hast fahren lassen. Stimmt. Das ist richtig. Wir haben mit einem Pounder dein Auto weggeschoben. Wann habe ich denn den das letzte Mal? Das muss Monate her sein. Nee, ich weiß wann. Er wurde am 30.05. beschlagnahmt. Ja, das passt mit dem, was da. Also, ja. Mhm. Kann mich daran erinnern. Okay, und wieso wird der beschlagnahmt? Mich schauen. Sein Grund haben. Ich rufe gleich zurück. Wahrscheinlich, weil der ohne Kennzeichen irgendwo rumstand. Ja, der stand. Also hier steht ja schon, dass er mitten auf der Straße stand und er nicht zuordbar war. Ja, der ist an deinem Anwesen, ist der auf die Straße gerollt. Ich habe den abschleppen lassen. Okay. Also hallo, sehr Murphy. Gut, das erklärt, warum er hier ist. Ja, aber warum die den beschlagnahmt haben, erklärt es damit ja, immer noch gut, nicht. Ist ja egal, ist zumindest ja wieder aufgefunden. Will einer von euch einen Bagger kaufen? Nee, danke. Nee. Ich habe keinen Platz mehr in der Garage, ich kann nichts mehr. Ja, es ist auch mein Problem, deswegen habe ich den ja gesucht. Ja, also ich habe alles möglich, aber ich brauche eigentlich keinen Bagger. Auch wenn sowas was hat. Gut. Dann, sollen wir ihn abschleppen oder wollen sie den mitnehmen? Ja, wenn sie den abschleppen, könnten wir das grandios. Gut, ich stelle den mal auf. Siehst du? Guck mal, es gibt doch ganz normale Gefallen, Jupp, ne? Ganz also normal, welche, ja, die nicht in einem Fiebertraum enden oder so. Nicht gut. Ja, das ist gut. Habt ihr irgendwie... Hast du irgendwelche Immobilien, die du... loswerden möchtest? Immobilien? Ja, ich bin gerade auf Immobiliensuche. Nee. Ich hatte eine, aber die habe ich an einen Kollegen übergeben. Okay. Gut, ich perfekt. Ein paar Lito Schuster, das ist aber gegenseitig, ne, zu, damit da ein bisschen Polizeipräsenz ist. Was ist, Bennett? Habe ich Angst vor, immer. Was hast du Angst? Nein, Raffi, lass mal, ich kläre das schon. Ich kläre das schon, Raffi, tschüss. Tschüss. Tschüss, ich melde mich, wenn ich das Geld habe. Tschüss, tschüss. Der will, dass ich mir Geld bei dir leihe. Ich habe gesagt, mach ich nicht. Warum nicht? Schlechte Erfahrung. Schlechte Erfahrung. Ich habe dir mal erzählt, dass ich eine Firma gründen will. Und die Firma war noch nicht gegründet. Die haben 50% gehört. Ich habe dich rausgekauft für 280.000 und habe mit dem scheiß Unternehmen nicht mal 20.000 verdient. Möchte mit dir und Geld nichts zu tun haben. Wenn ich mir jetzt für 3 Millionen ein Haus kaufe, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie an die Kohle komme. Hallo Ryan. Mahlzeit, Ruffy. Oh. Sag mal, Ruffy. Ja. Aber das ist doch jetzt ganz seriös, wenn so an die Zeit. Was willst du denn für dein Haus? Denke, also mit den Autos und so, war ein bisschen 3,3. Ne? Jetzt hab ich mit Bennett, hab ich schon gesagt, ja komm, 3 Millionen können wir wohl machen. 3,3. Das wäre so schmerzhaft. Ich hab's fast für 3 angeboten gekriegt. Okay, und 3 ist deine Schmerzgrenze. Genau.
Hm. Okay. Aber ich glaube, Bennett möchte sich kein Geld bei dir leihen. Ja, das hat er mir ja auch gerade gesagt. Ja. Der hat sehr viel Angst. Ja, das hat er mir auch gerade gesagt. Also das liegt ja daran, dass es beim letzten Mal wohl nicht so gut ausgegangen ist, sagt er. Weil er hat eine Firma gegründet, mir gehörten 50% von dem Unternehmen. Dann hat er mich rausgekauft und dann hat er irgendwie Minus mit seiner Firma gemacht. Aber also ich meine, ich kann ja nichts für sein wirtschaftliches Ungeschick. Das ist sein Problem. Warum willst du das loswerden überhaupt? Ich penne eh immer nur unten in der Grove und dann sind es einfach $1,000 am Tag an Kosten, die ich auch vermeiden kann. So. Stimmt, ja. Natürlich. Wie schnell willst du das loshaben? Das ist nicht eilig unbedingt. Ich habe es jetzt schon seit ein paar Monaten ungenutzt. Daher. Okay, ich kaufe dein Haus heute. Okay. Und gibst es Bennett, sonst ist der traurig. Ja, also langfristig wäre das der Plan, ja. Okay. Soll ich kurz vorbeikommen? Gib mir noch 10, 15 Minuten. Ich melde mich gleich nochmal. Okay. Dann kaufe ich dein Haus. Okay, okay. Super. Ja, dann komme ich gleich. Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao. Gut, ich glaube, wir können dann. Jupp, ich danke dir für die Hilfe. Schönen Abend. Tschüss. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wolf war. Der Typ? Ja. Weiß ich auch nicht. Aber ja. Aber der war ziemlich freundlich. Wir sind in den Panzerwagen angekommen. Ja, aber sonst ist er doch immer der überbreite, sie parken falsch. Ja, vielleicht hat Bennett ihm eine Gehirnwäsche gegeben beim letzten Mal. Haben ich tatsächlich. Aber zu dem Thema, die Polizei war da. Anonymer Dispatch oder durch ein Dispatch benachrichtigt worden, dass ein Panzerfahrzeug steht. Mhm. In der Nähe wurde erwischt ein Typ, der ein Paket ausgeteilt hat. Wer ist der? Ist bekannt, mir allerdings jetzt gerade entfallen. Ist anscheinend ein Justizpraktikant. Jetzt gerade ist der auch schon wieder da die ganze Zeit rumgefahren, hat telefoniert. Ach, ist das der Typ? Das ist der Typ, der direkt ankam und gesagt hat, die kriegen Druckertube mit der Quillzeug. Ist das der gleiche Typ? Anscheinend. Ja, den Namen brauche ich. Was geht der uns denn da auf den... Tja, schade. Das ist okay bei Ihnen? Ja, bei uns mehr als bei Ihnen, oder? Wir sitzen in einem verfickten Panzerfahrzeug. Was denken Sie? Ja, relativ offensichtlich. Recht haben sie. Kilian, ich rufe dich sofort zurück. Ei. Oh. Gut, dass Ihre Reifen so gegummit sind. Oh. Warum fahren Sie in unser Panzerfahrzeug? Naja, Sie sind nach links und ich dachte, Sie wollen nach links abbiegen. Und ich wollte rechts abbiegen. Ja, weil Sie auf der mittleren Spur waren. Deswegen war ich verwirrt. Warum fahren Sie in das Panzerfahrzeug? Sie fahren sowieso scheiße. Ich habe gerade gesehen, wie Sie da über die andere Fahrbahnseite gerast sind. Ja, eventuell ist das Auto etwas schnell in der Beschleunigung und ich habe mich nicht ganz dran gewöhnt. Aber ja, ich wollte tatsächlich einfach rechts an ihm vorbeiziehen, um nach vorne, also nach Norden zu fahren. Also das sieht hier vorne, also das sieht tatsächlich nicht gut aus. Mhm. Eieiei. Oh, ja, also gerade erstmal vom Schock erholen. Das sieht richtig scheiße aus, Digga. Ich ruf dich sofort zurück. Ryan, das gehört so, das ist ein hässlicher Porsche. Ist das nicht, ist das nicht unser Praktikantenfahrzeug? Nee, das ist eine Elektrokarre. Ja, ich schau mal, ob der ACLS Leute im Dienst hat. Ja, kann sein, dass die noch in einem anderen Einsatz sind gerade. In dem anderen Auto, was in unser Panzerfahrzeug gefahren ist. Ach, ich bin nicht der Erste, ja? Nee, Sie sind Nummer 2. Ach, wunderbar. Gut. Ich spare mir die Frage, ob es Ihrem Panzerfahrzeug gut geht. Ja, wobei, also wenn ich mir das hier angucke, die Seite, die Sie hier mitgenommen haben, Bennett rutscht mir gerade ein Stück.
Nee, also hier der 100er ist schon, sie schulden mir 100 Dollar. Alles klar, dann gebe ich Ihnen das mal eben. Da muss ich ihn sofort zurück. Ja, alles gut. Das kann ich natürlich definitiv gut verstehen. Bitteschön. Perfekt. Schönen Tag noch. Sollten Sie noch merken, dass irgendwelche anderen 100er beschädigt sind, dann... Ah, boah, alles gut, das passt. Alles klar. Dann wünsche ich einen angenehmen... Oh. Du zündest dir mit dem 100er doch wieder nur die nächste Zigarre an, Ryan. Nein. Der kommt in den Taschentuchkoffer. Falls sich einer die Nase putzen muss. Ist das nicht der Eimer mittlerweile? Nee, stimmt. Da kamen die Benutzten. Was hast du jetzt vor? Gucken, wie viel ungewaschenes Geld wir haben, um es möglicherweise in Immobilien zu stecken. 2,8 noch was. Ich will halt einfach wissen, dass so eine schöne Immobilie nicht in irgendwelchen Dulli-Händen liegt, sondern. Und ich kenne halt keinen anderen gerade, der sich die leisten kann. Also, das muss er jetzt nicht wissen, Chat. Aber ich will einfach nicht, dass er jetzt alles verkauft, einfach wegen so einer Hütte. Ne? Aber. Das macht ja keinen Sinn. Wenn er das Geld dann ja halt dafür wiedergibt, so. Aber wir können ihn ja halt auch schon ein bisschen leiden lassen dafür. Die Tür lässt mich nicht rein. Schlüssel hilft. Habe ich augenscheinlich nicht. Kein Geld und kein Schlüssel, muss ein scheiß Leben sein. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ryan, die Taser sind übrigens in dem kleinen Schließfach da in der Mitte. Okay. Ich will Bennett nur ein bisschen die Nase lang machen und jetzt sein Haus kaufen. Wenn der das halt sowieso kauft. Also, erzähl ihm den Grund nicht, aber... Er braucht ja jetzt nicht all sein Hab und Gut verscherbeln für einen viel zu geringen Preis, wenn er das jetzt auf einmal macht. Nur wegen dieser beschissenen Hütte. Dann können wir es halt auslegen davon. Er zahlt es dann halt einfach zurück. Aber er muss ja noch nicht wissen, dass er es kriegt. Ja, dann soll er mir einfach die Hundefängerhütte geben. So, das heißt, wir... Wenn da sowieso ein Ausbau geplant ist, dann übernehme ich die Runde. Können das ja jetzt hier dann einfach von auslegen. Aber erzähl ihm nicht, dass er es bekommt. Warum sollte ich ihm das großartig erzählen? Ja, ich will, dass er ein bisschen leidet. Wir müssen gleich noch gucken, ob Okoye da ist. Wegen den Autos? Ja. Ich hatte gestern mit ihm gesprochen, er sagt entweder heute oder morgen. Was war es jetzt eigentlich geworden? Die BMW-Gröns, ne? Ja, genau. Okay. Da ist halt die Frage, ich denke mal, die Papiere gehen an mich dann, weil du wahrscheinlich nicht genug Plätze hast. Ja, ja, aber machen wir auf jeden Fall Schlüssel noch. Ja, das ist schon klar. Nur die Frage ist, soll ich die alle drei dann bei einem Tuner abgeben oder soll ich die getrennt abgeben? Damit das nicht so auffällig wäre. So. Ja, die kannst du auch verteilen. Ja, mir egal, wenn das in Ordnung ist, gebe ich die auch alle zusammen ab. Nur wie es dir lieber ist. Ist egal. Hast du denn irgendwelche bestimmten Sachen, die du da haben möchtest? Oder einfach matt schwarz? Einfach schwarz und full.
Hauptsache, dass sie, also die sollten halt getuned sein, so viel wie möglich. Ja, ich werde den von Bennett dann einmal beim Tuner abgeben, werde mir einmal aufnotieren, was für ein Tuning der genau hat, damit das Tuning genau angeglichen ist. Ich würde sagen, hast du den Beispiel? Wir haben 19 Handys dabei. Damit wir keinen Akku wechseln müssen, wenn ein Handy leer ist, schmeißen wir es weg und nehmen ein neues. Also so wie im Real-Life-Chat. Plus den Chat, wer es auch so macht, in echt. Einfach überhaupt keinen Bock auf Laden, Alter. Aus dem Grund, das ist doch der Grund, warum bei iPhones, die werden doch ohne Ladekabel verkauft mittlerweile. Das ist doch deswegen, oder nicht? Guck mal, Chat, jeder macht das so. Deswegen habe ich hier auch. Ich habe hier auch zwei liegen. Falls das eine leer geht, habe ich noch das andere dann. Mach das dann an. Nein, willst du den Panzer nicht mit? Ja, ja, doch. Aber ich muss kurz noch tauschen. Also Geld tauschen. Sondern die Pixel. Nee, die habe ich nicht mehr. Die sind alle schon leer. High oder low? Nichts von beiden. Guck mal. High oder low würde bedeuten, entweder ist das Haus gratis oder nicht da. Ja. Das wäre schon ein guter Gamble eigentlich. Nein. Rein? Mhm. Ich glaube, du musst darüber. Was? Nein, ich muss dir Geld holen. Ah, ich gebe ihm 3-2, hat mich verzählt. 3-2 reicht. Ja, ist nicht auf 3 geeinigt worden? Ja, für Bennett. Ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm ein bisschen mehr. Ich meine, ich schnappe ja jetzt an Bennett das Haus weg. Also. Du kannst es auch aufs Konto packen, eine Überrechnung machen. Ich will das Geld jetzt nicht aufs Konto packen. Wo kommt das Geld auf einmal her? Das bleibt schön ungewaschen. Ist jetzt unten noch was? Weil dann trage ich das aus. Ein bisschen Peanuts, aber. Boah, ich glaube, ich pisse heute Abend erstmal in den Pool von meinem neuen Haus. Ich finde, das hat immer so was Majestätisches, wenn man sich an so einen Pool stellt und man benutzt anstatt die Toilette einfach seinen neuen Pool. Warte mal, ne, müssen wir. Wir müssen hier gar nicht. Achso, doch, wir müssen hier. Nur widerlich ist es, wenn du da diese Chemikalie drin hast. Ja, aber das ist ja egal. Ich gehe ja da nicht schwimmen, wenn ich da reingestrohlt habe, sondern das ist ja nur so, um zu zeigen, dass man es kann. Weißt du, wenn du diesen neuen Pool geholt hast, dass du da erstmal reinschiffst. Du bist der schlechteste Mensch, den ich kenne. Wieso? Wieso? Lass schon mal vorne rausrennen. Boah.
Ich kaufe das halt lieber, bevor du alles verscherbelst, was du besitzt, nur für ein verficktes Haus. Das macht halt keinen Sinn. Deswegen, um dir die Gelegenheit zu nehmen, kaufe ich lieber das Haus, dann hast du das Problem nicht. Ja, danke. Wo bin ich also ein schlechter Mensch? Ich bin ein guter Mensch. Ja, danke. Dass du mir die Entscheidung abnimmst, wie mein Vormund. Sehr gerne, Bill. Bin immer für dich da. Er hat immer noch ein kaputtes Auto. Und $100 weniger. Wo treffen wir uns mit ihm? Vorsicht! Das wäre fast der dritte gewesen. Du fährst aber auch konsequent auf der anderen Straßenseite. Ja, immer schon, aber eigentlich kommt mir auch nie einer entgegen. Aber seitdem ich die Karriere fahre, ist mir einfach schon der dritte entgegen. Hä? Was, bist du rechts? Dann wärst du schneller oben gewesen. Wir fahren zur Grove. Bitte fahr nicht den Mediziner tot. Ich habe gar keinen Tod gefahren bisher. Ja, aber es war auch dreimal knapp, wenn du über die Karre rüberrollst. Tag. Hallo. Hab mich extra schick gemacht. Okay. Ich sehe also. Sieht gut aus. Steht dir. Aber. Ja, ich sehe immer gut aus. Bist du ansteckend? Wieso bin ich ansteckend? Ich glaube, du hast eine ansteckende Krankheit. Na, immer wenn ich früher zu dir gekommen bin, warst du am Tanzen. Jetzt komme ich hier hin, du bist nicht am Tanzen, aber da hinten tanzen zwei auf der Stelle. Jetzt nicht mehr. Aber bis eben. Das hab nicht nur ich. Ich merke das. Ich habe da was für dich. Er gibt das weiter. Eins. Oh, boah, alles fit. Wunderbar, mir könnte es nicht besser gehen. Zwei. Okay. Klingt merkwürdig. Drei. Grüße. Nein. Hallo, er kauft es mir vor der Nase weg. Mach mal kurz kein Auge, Lani. Ja. Was ist das denn? 3-2. Lass ihn glücklich machen. Yay. Komm mal kurz einen Meter. Ja. Du musst irgendwie gleich mal mitspielen. Also Bennett ist richtig sauer. Ich habe mich köstlich gerade. Er will dieses Haus unbedingt. Er schwärmt die ganze Zeit davon. Wohl seitdem du gesagt hast, dass du das verkaufst. Er sagt, das ist so toll, das ist so krass und so weiter. Das habe ich gestern und gesagt. Der will jetzt, der will alles verkaufen und verscherbeln, was er hat. Der will Immobilien hergeben, der will Autos hergeben, der will auf schnellstem Weg, der will sein Haus verkaufen und so weiter dafür. Deswegen lege ich ihm das jetzt aus. Er kann das... immer wenn er es hat, kann es halt einfach zurückzahlen. Er weiß das aber nicht, sondern er geht fest davon aus, dass ich ihm das gerade vor der Nase wegschnappe und gleich in den Pool pissen werde. Und ich amüsiere mich köstlich darüber, dass er gar nicht weiß, dass das eigentlich für ihn ist. Ich gehe gleich halt rüber und sage, sorry, Bennett, aber Geld schmeckt, ne? Sag ihm, er hat schneller und mehr bezahlt als du. So, das müsste... Der hier sein. Dankeschön. Hast du auch noch einen Schlüssel für mich? Meinen letzten Schlüssel hat Valeska. Ah, perfekt. Damit er euch das zeigen konnte sogar. Dann, ja, okay. Das passt. Dann danke, dann erstmal rüber zu den anderen. Okay. So. Und
wollen wir dann viel Spaß beim Poolpissen und Bennett, sorry, aber Geld schmeckt, ne? Ja, du, manchmal verliert man und manchmal gewinnen halt auch einfach die anderen. Ist halt so im Leben, ne? Vielleicht darfst du mit in den Pool pissen. Ja, das wäre mir eine große Freude. Ja, oder du pissst in die Badewanne neben dem Pool, neben dem Whirlpool. Ist eine Idee. Du kannst auch schlafen, wenn du mich besuchen kommst. Ich leg dir ein Kissen in die Wanne. Danke. Du hast ein Gästezimmer, also. Ja. Ja. Tatsächlich ist so eine Wanne sehr bequem, gerade im Sommer, also dadurch, dass die Wanne kühl ist, habe ich gehört. Gut. Na, dann würde ich sagen, fahren wir mal zum Haus. War nett, mit dir Geschäfte zu machen, Ruffy. Ja, gerne. Ja, immer wieder. Ich muss mal zum Casino. Viel Spaß und Vorsicht vor der Schlucht. Nein. Ein Karton, Ruffy. Das ist mein Porsche. Geh weg. Hallo. Das ist ja ein einzig voll. Gib mir ein Taschengeld mit, wenn du schon gleich wieder kommst. Oder nee, warte, wir machen es einfach. Ich komm mit. Könntet ihr Papiere hier machen? Ich dachte immer, man muss sie im Haus machen. Nee. Wo lang müssen wir? Da wieder. Ich kann Häuser verkaufen, ohne am Haus zu stehen? Mhm. Ich dachte, das ist wie bei Autos. Du vielleicht zum Schlüsseldienst fahren? Wieso? Du hast noch einen Schlüssel. Ja, aber ich meine, Ruffy meinte, dass da sehr viele Schlüssel im Umlauf sind. Ach, nee, können wir später immer noch. Wir fahren jetzt erstmal zum Haus und begutachten das nochmal als neuer Eigentümer. Dann pissen wir in den Pool. Und dann pissen wir volle Suppe in den Pool. So als Einweihung quasi. Und um Erhabenheit zu zeigen. Erhaben? Ja, dass uns nichts zu teuer ist, um drauf zu pissen. Ich meine, wir haben gerade eines der größten Häuser des Staates gekauft. Willst du danach Bennett in den Pool tasern? Nein, Quatsch. Da nicht in Pisse rein. Also, bitte. Ich weiß, wir fahren einen Panzerwagen, aber wirklich, in mir zieht sich alles zusammen, wenn wir die ganze Zeit auf der anderen Fahrbahn fahren. Das liegt nicht am Panzerwagen, dass Ryan so fährt. Ich fahre so wie immer. Das Problem nicht. Rechts. Wieso rechts? Hier du kannst auch hier, ja. Entschuldigung. Oh Gott, wenn da jetzt einer angeschossen kommt. Kommt nicht. Ich mach das immer so. Muss ich leider zustimmen. Ich habe hier eine Standardroute. Ich fahre jetzt gleich rechts rüber. Hier vorne. Ich lese kurz eine SMS. Also durch diese kleine Luke nach vorne sah das wesentlich gruseliger aus. Mediziner tot. Autounfall. Ich weiß nicht, ob das so gut für unseren Panzerwagen ausgegangen wäre, weil der ist echt groß gewesen, ne? Aber die Mediziner wären vor Ort gewesen. Hasten auch noch mal nach dem anderen Auftrag ansprechen. Welchen? Du hast eine Villa ebenbürtig zur Batenvilla bestellt damals. Da tut sich ja von vorne bis hinten nichts. Die haben nicht mal unsere Büros ausgebaut. Hier, oder? Ja. Nee, wir sind nicht tot. Mit dem Chat redest du wohl nicht? Nee. Scheiß auf den.
redet nur mit C3-Subs leider, ja. Wer kann, der kann. Er hat, der kann, genau. Du hast einen Schlüssel, weil das kann. Nein, aber ich rede im RP selten mit dem Chat, während ich im RP mit anderen Leuten in Form meines RP-Charakters rede. Nur Mittel zum Zweck. Nach all den Jahren, Chat, habe ich jetzt einmal mit euch geredet. Gewöhnt euch nicht dran. Dann gib mir mal einen Schlüssel für mein Haus. Tretet ein. Alles, was das Licht berührt. Cool. Direkt ein Durchgang zur Garage. Ja, die Garage muss noch abgeschlossen werden. Meine Hose nass. Schon wieder. Ich hör's plätschern. Drin ist ein Kleiderschrank. Drin ist ein Kleiderschrank. Und eine Dusche. Oben. Meine Hose ist voll Pisse. Wo ist die Dusche? Oben. Irgendwo im Haus. Oben ist auch im Schlafzimmer. Ich hab das Gästezimmer noch nicht gefunden. Ich hab's auch nicht gefunden, ich hab's auch schon gesucht. Vielleicht gehen wir mal in den rechten Flügel. Das ist hier. Doch ein rechten Flügel? Ja doch, hier, guck mal. Spieltisch vorbei. Ja, das ist halt eher so ein Loungezimmer. Das ist kein Gästezimmer. Vielleicht doch oben auf, also quasi hier über uns jetzt. Weißt du, was ich meine? Oder? Scheiß drauf. Eine Animationssuche wäre nice. Gespannt, ob es sowas mit 3-0 geben würde, ne? Das wäre ja schon.
Ich habe ein Gästezimmer gefunden. Ja, da kann man knien. Hier, guck. Ah, ne, oder? Wie knien? Auf der Liegefläche kann man knien, das ist wichtig. Nee, das ist eine Dusche. Ja, guck du, hier ist der Ablauf und da oben sind die Duschköpfe noch drin. Lichter. Alles klar. Daneben? Das ist das obere Ende des Infinity Pools. Da läuft das Wasser hier runter. Das ist, schick das doch keine Dusche. Ja, und da, was ist das da oben an der. Das ist doch keine das Dusche! Überall, ist überall, sah nur so aus, Entschuldigung. Wo seid ihr? Breiter machen. Ja, in diesem Siphon-Ding, nicht Siphon-Ding. Ja. Das war das einzige frisch gewaschene, was auch in meiner Größe da war. Wir müssen den Eingang finden. Safe gibt's einen. Ich brauche gleich Kleidungsle. Was für ein Eingang? Ich muss es Safe einen Kellergeschoss geben. Du hast so einen, der steht auf so einem riesen runden Ding, da kannst du bestimmt rein. Als wir das von der Psycho-Villa angeguckt haben, sah das so aus, als ob es da unten noch einen Keller hätte. Sag mal, gibt's einen Keller? Nein. Gibt nur die Schlucht. Was für eine Schlucht? Du kannst Leute vom Basketballplatz treten, dann gehören sie der Schlucht. Leute vom Basketballplatz treten, dann gehören sie der Schlucht. Okay, da geht's sehr weit runter. Gibt's keinen geheimen Keller oder so irgendwo? Nein. Nichts? Ganz sicher. Nicht, dass ich wüsste. Weil das ist auf so ein rundes Dings gebaut. Ja. Irgendwo muss ein Fundament da doch hin. Ja, aber vielleicht ist das. Vielleicht kann man da noch eine Batcave reinbauen oder so, ich weiß es nicht. Ist ausgehöhlt oder so. Stimmt, wenn man Leute vom Basketballplatz tritt, gehören sie der Schlucht. Das macht Sinn, ja. Ja. Tatsächlich. Ja, das wollte ich immer machen, aber ich habe nie einen Kandidaten gefunden. Da kannst du einfach einen runtertasern. Geht auch. Bennett steht gerade genau dran, ne? Der steht gerade genau vor der. Wenn ich ihn jetzt taser, gehört er der Schlucht. Ja, dann ist er Florian. Florian? Das ist ganz schön tief. Wenn man in die Schlucht fällt, dann ist man Florian. Wieso Florian? Habt ihr mal einen runtergeworfen, der Florian? Nee. Ich hab ein bisschen Angst zu fallen, ne? Wenn ich da zu nah rangehe. Ja, passt bloß auf. Aber ja, das ist auch recht beängstigend, aber... Es gibt ganz sicher keinen Keller. Hundertprozentig kann ich es dir nicht sagen, aber ich habe keinen gefunden in den anderthalb Jahren, oder was ich da besessen habe, keine Ahnung. Okay. Okay, danke dir, Raffi. Ja, kein Problem. Ciao. Er ist sich nicht sicher, aber er hat keinen gefunden. Ja, also, wir könnten mal einen Heli greifen und uns das von außen nach unten angucken. Ja, da sehen wir ja auch nicht, wo der Eingang drin wäre. Ja, aber vielleicht sieht man da was, weil das sah so aus, als ob da irgendwie... Also es würde mich tatsächlich wundern, wenn das nicht unterkellert wäre. Ich habe schon wieder einen Raum gefunden, den ich nicht kannte. Scheint wirklich hinzugeben. Also der Weinkühlschrank ist echt. Ja, vielleicht gibt es einfach keinen Keller. Ja, er hat gepasst, ne? Ich bin klitschnass, Ryan.
und voll mit deiner Pisse. Das ist geklort, stell dich nichts an. Ryan, ich hab dich vorhin gefragt, ob du ihn da reintasern willst, ne? Deine Aussage war nein. Wenn nicht oben ist eine Dusche. Servus, danke für 42 Monate. Jonas eben 5 verschenkt immer ein Dankeschön. Wenn er wieder da ist, gebe ich ihm die Papiere. Ja, ich mag ihn. Er hat's verdient. Der ist richtig angepisst jetzt. Was soll er sein? Nein, wegen dem... Egal. Wegen dem Haus oder wegen dem Tasern? Es war ein Wortwitz. Ach. Ich habe ihn in Pisse getasert. Ja. Wie kannst du so auf dem Schlauch stehen, Valeska? Soll auch mal vorkommen. Ja, naja, 75 Monate, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wie lange wird der brauchen, um das Geld wieder zurückzulegen? Bis Bennett das, die 3 Millionen zurücklegt? Hm. Ewigkeiten. Aber guck mal, also, er hätte halt alles verkauft, ne? Er hätte halt nichts mehr gehabt. Ja, ich weiß. Nur für so ein scheiß Haus. So macht er doch einfach keinen Sinn. Findest du, ich habe eine Plauze bekommen? Das sieht voll so aus, ne? Hm. Du sahst schon schlimmer aus. Ich würde sagen, es geht eher in die positive Richtung zurück. Schlimmer als das jetzt? Ja. Ich erinnere dich an die Wintermonate vor 2 Jahren. Ja. Ich glaube, es wird Zeit für Urlaub für mich. Ryan, schon wieder? Ja, ich habe ja zu viel Fiebertraum, weißt du, und dann bin ich viel am Essen und deswegen die Plauze. Und im Urlaub isst du weniger. Ey, die hatten 8-in-1 Shampoo. Warum hast du keine Klamotten an? Der Schrank ist wirklich doll zu. Die hast du sehr zugemacht. Warte. Gib mir das. Warum das jetzt? Nimm das jetzt. Habe ich jetzt 3,3 Millionen bei dir Schulden? Nein, bei der gesamten SPLS. Ich bin... Ich will nicht, dass du alles verscherbelst, nur wegen einer verfickten Hütte, Bennett. Das ist es nicht wert. Wenn wir... Du bist jetzt einer von uns. Und wenn einer von uns was haben möchte, dann kriegt er das. Und wenn es das Haus hier sein soll, was du unbedingt haben möchtest, dann soll es halt das Haus hier sein. Danke, I guess. Das ist nur Gemeinschaft... Ich erst mal versuchen, die Kohle ranzukriegen. Das ist nur gemeinschaftlich verdientes Geld. Das heißt, es wäre gut, wenn das auch wieder zurückwandert. Aber du musst nicht alles sofort dafür verscherbeln, sondern du kannst dir dementsprechend Zeit lassen jetzt. Du musst nicht auf Krampf alles irgendwie verkaufen und Geld machen, um Ruffy jetzt das Haus abzukaufen.
Wir haben das jetzt gemeinsam als SPLS geholt. Du kannst es haben und legst Step by Step das Geld zurück. Okay, dann macht das vielleicht Sinn, wie wir das gemeint warten auf den Ausbau. Und dann können wir das Grundstück unten nämlich für viel mehr Geld verkaufen. Ich würde das ansonsten nehmen, wenn dann definitive Ausbau kommt. Das würde ich gerne, also außen ist definitiv schon durch, innen gibt es wohl Probleme mit dem Architekten, das würde ich aber nochmal klären. Klärt das unter euch, das ist mir am Ende egal. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Haus. Dankeschön. Dann gehe ich mal gucken, ob da irgendwelche Klamotten sind, die mir passen. Hast du echt gedacht, nachdem du unbedingt das Haus haben wolltest, schnappe ich dir vor der Nase gerade das Haus weg? Es einfach hätte nur, zu dir gepasst. Einfach nur, um in den Pool zu pissen? Es hätte zu dir gepasst. Ich meine, du hast in den Pool gepisst. Natürlich. Also. Ich werde immer der sein, der in deinen Pool gepisst hat. Das heißt, du darfst jetzt eine Firma beauftragen, du musst die Scheiße auspumpen lassen oder ganz viel Chlor nachschmeißen, aber es wird immer ein bisschen Pisse von mir drin sein. Ja, er wird irgendein Pooltechniker hier einmal kloren können. Ich würde das austauschen. Ja, recht hast du eigentlich. Gut, ich geh mal Klamotten suchen. Ja, viel Spaß. Ich glaube, er freut sich. Tut er auch. SMS. Der komische Wildcat-Account hat neu gepostet. Ja, der schießt anscheinend immer nur gegen das LSPD. Ach so, ich habe gestern mit Leo gesprochen, Ryan. Mhm. Leo will sich langsam wieder in eine MC machen. Wird wohl noch 3 Wochen dauern, bis er sich Was? Da... ja, der hat jetzt noch ein paar Termine im Ausland. Aha. Also in 3 Wochen will er sich da so dran setzen. Okay, cool. Hat wohl auch schon 2, 3 Personen in der Hinterhand, will es noch nicht offiziell machen. Will es halt langsam angehen. Hat halt nochmal auf das Angebot, was du ihm gegeben hast, angesprochen. Welches? Dass, wenn er Unterstützung braucht, er auf uns zukommen kann. Ja, die sollte was ganz zufrieden. Hier. Hallo, ihr Bartas. Ich habe mal ganz kurz eine Frage. Sie haben ja die Schlüssel für den Büro gegeben, ne? Ja. Darf ich, wenn ich Angestellte habe, Schlüssel nachmachen und einen weitergeben oder ist das nicht gestattet? Ja, sicher. Ich weiß ja nur nicht, ob du die nachmachen kannst oder ob ich das machen muss. Ach so. Ja, das müsste man natürlich herausfinden. Wie viele brauchst du denn? Erstmal nur einen. Ich hätte jetzt schon mal einen Angestellten. Wen denn? Den Jaden Payton. Der ist auch gerade hier bei mir im Büro. Ich gehe den Schlüssel nachmachen und bring dir einen. Ja, super. Wie gesagt, wir sind hier im Büro. Ich auch gleich Schlüssel nachmachen. Bis gleich. Alles klar. Bis gleich. Erstmal die Schlüssel nachmachen. So, ich muss ja eh Schloss tauschen. Hat ihren ersten Angestellten. Vielleicht wird das ja tatsächlich was. Glaubst du, das wird was? Also jetzt so ehrlich? Von LS2? Mhm. Da habe ich die Papiere. Ah, da musst du den machen. Weiß ich nicht. Was sehen wir dann. Aber ich habe Hoffnung. Also ich hätte sogar noch einen, ich brauche keinen. Also ich habe da tatsächlich Hoffnung, sonst hätte ich da nicht investiert, wenn ich nicht denken würde, dass uns das was nützen kann. Mhm. Ich glaube, du musst aufschließen, Bennett. Hast du abgeschlossen vorhin? Ja. Und ich habe keinen Schlüssel. Ja, den habe ich dir da eben gegeben. Pass auf. Die Garage muss auch noch abgeschlossen werden. Das Ganze will er aber erstmal so im Dunkeln angehen, wenn wir darüber wissen, ist in Ordnung, aber nach außen will er das erstmal... Ja, ist doch gut so wahrscheinlich. Nur so kann das Erfolg haben am Ende.
das jetzt an die große Glocke zeigen, würde ihm halt auch nichts nützen. Mit dem Tanktop passt du übrigens super in dieses Fahrzeug. Wenn du einen MG dabei hast, passt das noch besser. Hast aber du eins dabei? Nein, hab ich nicht. Wir haben unser letztes verkauft, kann das? Du meinst mit einem MG so aus der Hintertür was? Wir haben doch das letzte MG an Okoye verkauft, oder? Ja, kann sein, ja. Ah, ich fühl die eh nicht so. Es war eher so. War halt gerade noch da. Ich fühl auch eher die Military Rifle. Ja, ja, ja. Wir hatten noch das Thema offen. Sprich ein bisschen lauter sprechen, weil es. Wir hatten noch das Thema offen, Gordon seine Truppe noch aufzustocken, dass jeder eine hat. Ich hatte das mit ihm durchgesprochen, die bräuchten 4 Stück. Was ist eigentlich mit dem Van Bach? Gehört der jetzt zu Gordons Leuten, oder was? Nö, nee, Ramirez und ich haben den letztens kennengelernt, der hing mit Dennis und so ab. Wir haben einfach noch ein bisschen mit ihm abgehangen und gerade einfach nur gesprochen. Hm. Der wurde auch extra bei Sachen, die er nicht hören sollte, gerade schon weggeschickt. Okay. Ja, aber das Leo, der was aufbaut, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Weil Gott sei Dank nur eine Frage der Zeit, bis er sich dafür entscheidet. Ja, aber es wird noch ein paar Wochen dauern, bis er das aktiv machen kann, weil er noch ziemlich einen Termindruck hat. Da wollte er auch mal mit dir und Alessio drüber sprechen. Mhm. Ja, also. Also meinen Support hätte er da zu 100%. Da kann viel draus werden. Ja, wollen Sie den alten Crusaderhof oder wollen Sie den links liegen lassen? Ich denke, den wird er nicht nehmen. Die wollen was anderes sehen. Ted, ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin. Kann sich das einer erklären? Hab doch genug geschlafen, Keckweh. Aber war trotzdem Bennett, irgendwie langer Tag ist. Hat Ruffy mir noch gegeben zu dem Haus. Schlafen an der Tür. Ist warum? Hoch, wenn man morgens runterschaut. Alter. Kann nicht daran gelegen haben, dass wir gestern einfach 100 Jahre live gewesen sind. Mit komplett nur ausgerastet und Magengeschwür. Habt ihr eine Vermutung, was der Wildcat Twitter-Account ist, Chat? Also du hast keine Höhenangst. Ja, mal gucken. Der braucht jetzt 8 Stunden für dieses Schloss, ne? War das nicht immer so? Ja, wenn du das Schloss austauschst, dann braucht er 8 Stunden, bis er da einen hingeschickt hat. Ja, Ruffy sagt aber auch, da könnten 20 Schlösser unterwegs sein. Ja, dann tauschst du das aus gerade, dann bringen wir schnell den Schlüssel und dann sammeln wir dich wieder ein. Aus. Ja. Hast du jetzt genug dann für das Apartment-Ding? Ich habe noch 2 Schlüssel, also ich kann einen abgeben. Ja. Bis gleich. Das sind Veränderungen in der Luft. Meint ihr, das hat was mit 3.0 zu tun? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
sagst du, dass du den ersten GTA 6 liegst? Wo habt ihr viel krasser wie irgendwelche GTA 6 Leaks? Habt ihr das gesehen, die NPCs mit KI in der Unreal Engine? Bruder, wenn sowas in GTA 6 oder so kommen würde, Alter, dann das wäre ultimative Legende. Fucking crazy, einfach NPC. Ja, bin ich gesehen, ne? Ernsthaft, Coop? Was ist das? Alles gut? Ich hab mich gerade so erschrocken. Warum fährst du in unser Panzerwagen? Warum überrollt ihr mich mit eurem Panzerwagen? Weil du auf unserer Strecke warst. Ja, das stimmt. Tut mir leid. Alles gut bei euch? Muss ich das überhaupt fragen? Das, also bei dem Auto ist alles in Ordnung, ja. Oh Gott. Warum? Aber dein Lack sieht nicht mehr so gesund aus. Was macht ihr mit einem Panzerwagen? In den Krieg ziehen. Mit wem? Das schauen wir noch. Wild. Braucht ihr irgendwas? Arcelles oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Wir können, ja, also wir haben einen Panzerwagen, der schwimmen kann. Der kann schwimmen? Der kann schwimmen. Ich hab dich noch nie in diesem Outfit gesehen, ne? Das ist auch nur für Krieg. Ist nur für Krieg? Ja. Yeah. Wenn du jetzt ein dickes MG in der Hand hast, siehst du aus wie Rambo. Wenn du dann in einem Panzerwagen sitzt, erst recht. Ja, das stimmt. Es war nur so ein Stirnband, ne? Richtig. Gut. Aber bei dir ist alles okay sonst? Ja, nur mies erschrocken. Perfekt, dann gehen wir weiter Krieg machen. Wünsche was. Ciao, ciao. Achso, Butters. Tatsächlich, ich bin kein Triader mehr, ne? Hä? Ich nur ein Schal um meinem Hals. Hey, du bist kein Triade mehr. Kein Triade mehr. Wieso das denn nicht? Tatsächlich wegen den Brims, ne? Wieso wegen den Brims? Weil die uns seit Wochen und Monaten abfacken und deren Grund ist wohl, bin ich wohl. Die haben irgendein persönliches Problem mit mir, deswegen fucken die meine Leute die ganze Zeit ab. Knacken komplett unser ganzes Anwesen durch, nehmen uns alles raus, was wir haben, selbst Akku, Essen, Trinken, fucken komplett ab so und deren Begründung gestern war wegen mir. Warum wegen mir? Keine Ahnung. Kein Plan. Irgendein persönliches Problem. Warum wollten die uns nicht sagen? Und dann habe ich gesagt, damit die anderen wenigstens noch ihr Ding machen können, gehe ich halt raus, weil wenn es nur wegen mir ist, dann soll es an mir nicht scheitern, ne? Also ich kam selbst nicht dahinter, warum die das machen. Die machen es einfach aus Spaß, keine Ahnung. Weil die Bock drauf haben, eine Kopierung kaputt zu machen. Und haben halt gesagt, das ist halt, weil die halt ein Problem mit mir haben. Ich melde mich dazu nochmal. Wenn wir nicht gerade mit einem Panzerwagen mitten auf der Straße stehen. Ja, kannst du machen. Und was war mit der Sache mit Altern? Der ist ja auch irgendwie vor... Ja, der kam schon davor raus, weil der jetzt einfach nicht mehr so gefühlt. Mein Grafikpack ist irgendwie abgestürzt. Okay. Weil die anderen da weg waren, weg sind, fühlt das Ganze nicht mehr so. Weil die anderen auch weg sind, erst dann, ab dann fucken, haben uns die Brims irgendwie komischerweise abgefuckt. Und er fühlt das Ganze nicht mehr so. Mhm. Penipis, danke für 5. Ja. Okay. Ja, lass uns da zu späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen. Ich habe 1-2 Fragen, aber wir müssen erstmal kurz noch Panzer fahren. Ich habe so eine beiläufige Frage, ne? Mhm. Weißt du, wer die Medic-Leitstelle entführen wollen würde? Hallo, ich bin gegen den Schild gefahren. Ich bräuchte eventuell noch. Kann ich schon rausfinden, aber nein, also spontan gerade nicht. Wieso sollte man das machen? Ja, weil das anscheinend jemand gerade gemacht hat. Aber. Medic-Leitstelle entführt. Ja, ja. Aber wir wissen nicht, warum, wieso, weshalb, ist auch nicht outbar. Das heißt, so, mal gucken, was da passiert. Okay. Ne, aber also, wenn ich was höre, sage ich dir Bescheid. Ich habe mich. Jo, danke dir. Jo, ciao, ciao. Ich muss mal ganz kurz ein Powernap machen, weil mir geht's gerade nicht so gut irgendwie. Okay, soll ich Informationen dazu sammeln, was mit der Medic Lautstelle ist? Ja, mach das mal gerade und dann gehen wir gleich zu Susi. Das wird ja immer schlimmer. Ich sehe einfach gar nichts mehr, ne? Ich habe überhaupt gar keine Textur mehr, nix. Müssen einmal ganz kurz restarten, ey.
Leck mich am Arsch. Junge, Junge. Ein großes Kopfauer, ja, ganz großes Kopfauer. Weiß auch nicht wieso. GTA-RP auf Konsole, ja. Voll. Du meinst Replika? Das ist krank. Ich bin auf die Zukunft des Gamings. Also, wenn das im Gaming ankommt, dass NPCs, wenn wir mit denen reden, die auf unsere Stimme hören und uns KI-gesteuerte Antworten auf unsere Stimme geben, Alter, das ist die fucking Zukunft im Gaming, ne? Das ist komplett geisteskrank. Also allein das, was sie in dieser Demo gezeigt haben, Alter, das war komplett crazy, ne? Das war komplett crazy. Kann man das sehen? Ich hab's auf YouTube gesehen. Geh mal einen Unreal 5 Engine KI NPC oder sowas. Dann findest du es safe. Dir dazu auch Videos gestern geschickt. Ja, ich kann es ja schon. Ich habe das auf, habe ich das erste Mal gesehen. TikTok, glaube ich. Guck mal. Ist schon besser. Da vorne, da vorne, let's go. Dem einen wäre es der NPC, das ist ja nur ein NPC. Oh gut, ne? Schließ mal auf, bitte. Ich will nicht klingeln. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann seid ihr die Falschen. Ich melde mich gleich. Wie diskret? Guten Tag zusammen. Ja, guten Tag. Außergewöhnlich. Herr Butters. Was ist außergewöhnlich? Na, Ihre Aufmachung. Ich kenne Sie ja nur im Anzug. Interessant, Sie so mal so zu sehen. Sind Sie gerade privat unterwegs? Nein. Hallo, Waleska. Sagen wir undercover. Ah, undercover. Privat würde ich sowas nicht erzählen. Das ist nicht ganz mein Stil. Ja. Herr Butters, darf ich Ihnen den Herrn Payton vorstellen? Payton, genau. Payton. Richtig. Ihre Eltern sind bei der Namenswahl auch nicht sonderlich kreativ gewesen. Nee, das ist richtig. Das kann sich doch kein Schwanz merken, ob sie jetzt Jayden oder Payton heißen. Ja, der Nachname ist Payton. Und was davon ist... Okay. Gut, ja, wir haben einmal noch einen Schlüssel für dich, Susi, wenn du mehr brauchst. Oder kleinen Moment, ich muss mal einen kurzen Moment anrufen. Ja. Also. Wegen was? Jayden Payton? Auch, ja. Wie geht's Ihnen denn? Sag mal ganz kurz, Bennett Bescheid. Ja, 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 gut, viel zu tun. Ja, das glaube ich. Mal ganz kurz telefonieren. Ja. Ja, wir brauchen noch einen kleinen Moment länger. Wir sind jetzt erst gerade bei Susi angekommen. Wir haben mit dem Panzerwagen noch ein Auto im Hops genommen. Ja, ich würde dann einfach zu Susi kommen, zum Dingsbums, ne? Bist du schon durch, oder was? Ja, ich bin schon durch. Ja, dann, ich habe auch schon ganz viele Schlüssel nachgemacht. Okay, ja, dann komm einfach hier hin. Am besten, ja. Ja, bis gleich. Okay, bis gleich. Das klingt aber aufregend. Was? So ein Panzer. Der steht unten vor der Tür, wenn du gucken willst. Oh ja, wie?
Ja, mach mal auf gleich mal. Hallo Steinfeld, ich muss mal ganz kurz telefonieren. Moin. Ja, kein Problem. Ist alles okay bei Valeska? Ja, ich weiß nicht. Der muss gerade telefonieren und rennt irgendwie von links nach rechts wie ein aufgescheuchtes Eichhörnchen. Ich weiß nicht, was er hat. Wieso? Der hat auch meinen Anruf abgewiesen. Irgendwie, ich habe keine Ahnung. Durchklingen lassen, dann abgewiesen. Aber er ist jetzt nicht... sicheren Händen. Ja, also wir sind gerade in Susis Büro. Die brauchten einen Schlüssel. Haben einen Panzerwagen auf dem Weg, drei Unfälle gebaut. Weißt du was von den Triaden und von Coop? Weil... Ich weiß nur, dass Altan da nicht raus ist. Das ist die letzte Info, die ich in die Richtung habe. Na, weil, also wir haben eben gerade mit dem Panzerwagen Coops Auto überfahren. Und dann stieg er aus und droppte so ganz beiläufig die Info, dass er jetzt kein Triade mehr wäre. Er hat seinen Schal abgelegt und die Gruppierung verlassen. Und das Ganze, weil die Brims da irgendwie wohl die ganze Zeit drüber gehen, die Hops nehmen, denen ihre Sachen klauen, denen ihre Autos auseinandernehmen und so weiter und so fort. Und damit die Gruppierung, also und das Ganze wohl nur aufgrund einer persönlichen Differenz mit Coop. Und deswegen hätte er die Gruppierung verlassen, damit die anderen dort ein angenehmes Leben haben können, weil die Brims wohl die ganze Zeit da drüber gehen würden. Indem sie Autos klauen, was sie bei allen machen. Ja, und die wohl fertig machen und keine Ahnung was. Welchem Rahmen fertig machen? I don't know. Wenn die die umgeschossen hätten, hätte er doch gesagt, die schießen uns die ganze Zeit um. Also ich habe gesagt, ich melde mich dazu später nochmal. Wir standen gerade mitten auf einer Kreuze mit dem Panzerauto. Das, aber also okay. Für mich halt wieder so eine nächste komische Nummer und eine Aneinanderkettung von Dingen, weißt du, zuerst wollen die den Kontakt mit uns verbessern, dann sind die friendly auf einmal, dann packen die den Typen für uns ein, jetzt ist Coop auf einmal nicht mehr dabei und trägt keinen Schal mehr, also es ist ganz, 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 ganz komisch und ich sag immer noch, das stinkt gewaltig. Da stimmt irgendwas. Warum ist Altan raus? Weil die Begründung selbst ist, oh, die arme Gruppe und die kommen nicht damit zurecht, dass die böse sind, weil die den nicht leiden können. Weiß ich nicht. Ja, also erstens wirkt er nicht wie der Typ dafür. Zweitens wirkt die Triade nicht so wie die Typen dafür. Nein, also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich weiß noch nicht, sollte was hier gerade... Sollte vielleicht mal mit Blau reden. Die hatten, ich glaube, über Blau hatten wir von Altan erfahren. Aha. Die haben bestimmt in der Zwischenzeit darüber gesprochen. Vielleicht ist es aufschlussreich, warum der rausgegangen ist. Jetzt habe ich eine SMS. Warte mal. Irgendwas geht hier ab und ich verstehe gerade selber nicht, was. Okay, das ist was anderes. Ja, komm mal zum Büro von Susi. Wir treffen uns da. Ich lese ganz kurz eine SMS und dann... Ja, ich bin schon da. Ich komme gerade rein. Okay. Ich habe, glaube ich, auch einen Schlüssel. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich gehe mal ganz kurz auf Klo. Ich muss pissen. Ich will dir gerade einen Schlüssel geben. Für was? Was ist los? Achso. Warte. Mach gleich. Ich gehe erstmal pissen, kurz. Muttersprache Gewalt. Ich sehe schon. Was meinst du? Dein Outfit. Wie sehr hast du gedacht, dass ich Taser? Ich muss halt wirklich pissen. Chat, ich bin sofort wieder da. Ich muss nur einmal... Oder... Wenn man doch hier ein anständiges Menü hätte, in dem man irgendwie suchen könnte, oder so, viel chilliger das wäre. So. Hallo, es geht, Chat. Eigentlich GTA 6 confirmed. GTA 6. Morgen Abend um 18 Uhr werden wir hier im Stream die Demo spielen. Von GTA 6. Ja, ich weiß, jetzt könnt ihr wieder sagen, ja, Streamer-Bonus und so. Aber morgen Abend 18 Uhr ist Demo. Ist halt so, ne, dass halt Streamer sowas halt vorher spielen dürfen. 18 Uhr morgen, ne. Teach me, Dankeschön, 46 Monate. Vielen herzlichen Dank für den Resub. Honilol auch 48 Monate, Dankeschön. Matrix, danke für 46. Vielen lieben Dank, Raider für 14 Monate. Phantom, Dankeschön, 12 Monate im T3. Gameplayer, danke, 75 Monate. Vielen, vielen Dank.
Valeska? So. Bitte? Könntest du einmal schauen, ob Caleb Thompson in der Gewerbeamts-App drin ist, aufgeführt ist? Wieso bist du mit dem? Und was bist du hier eben rumgelaufen, wie aufgescheuchtes Eichhörnchen, Valeska? Hatte gerade Probleme mit dem Handy. Ja, seit fast einem Jahr auf Twitter. Ja, der ist in der Gewerbeamts-App ausgeführt. Mhm. Wieso, was mit dem? Ich habe gerade geschaut, wer diesem Wildcat-Account folgt. Und dem folgt einer vom Gewerbeamt und gerade angesichts dessen, dass die nie unterwegs sind und nie irgendwas zu machen scheinen, wirkt das ja schon signifikant. Und der hat in seiner Bio selbst LSOBA, was so ein Business-Ding irgendwie ist, wahrscheinlich vom Gewerbeamt mit drin. Das heißt, auch das könnte vielleicht mit Wildcat zu tun haben, weil zwei Sachen gleichzeitig auftauchen, von denen wir beides nichts wissen. Ja, den hat, das ist der Gewerbeamtsmitarbeiter, den ich als Ansprechperson für Sekt und alles Mögliche habe. Okay. Also Steinfeld, so. Zu der Sache mit dem Polizeieinsatz am Macebank Tower. Es wurde jemand kontrolliert, der anscheinend Praktiker beim DOJ ist, an dem Tag, wo ihr das PD da hattet. Und der ist heute auch wieder die ganze Zeit am Macebank rumgefahren. Hat irgendwie telefoniert. Ist der Bambi? Ich weiß nicht, seit wann er da ist. Der ist auf jeden Fall Praktik. Der müsste seit zweieinhalb Wochen im Start sein. Dann ist Praktik oder Auszubildender. Wie heißt der? Kann ich dir gerade nicht sagen, müsste ich Bariantas anrufen. Ja, ruf mal an, weil ich habe auch eine SMS von so einem. Jason Casilio. Ich hatte auch eine SMS, warte, ich habe sie gar nicht gelesen. Achso, doch. Ja, jetzt hi, ist du Gordon. Hast mir vorhin einen Namen gesagt von diesem DOJ-Praktik oder Auszubildenden. Wie heißt der? Okay, weiß ich Bescheid, danke dir. Hier, mein, der nochmal Infos rausgegeben hat, der Walsh, ne? Ja. Der Cop, er hat gekündigt. Theodore J. Jones heißt er. Okay, andere. Ja, hast du das mit den Triaden mitgekriegt, Bennett? Nee. Wir haben eben im Panzerwagen Coop überfahren. Oh. Und woraufhin er ausstieg und sagte, ja, übrigens, er wäre nicht mehr bei den Triaden. Er wird jetzt aber keinen Schal mehr tragen. Grund dafür wären Differenzen mit Rot und dass die wohl da die ganze Zeit drüber gehen würden und Stunk machen würden bei denen. Der Grund für den Stunk wären persönliche Differenzen mit Coop. Und er hätte jetzt also die Triaden verlassen aufgrund dessen, dass so er Sorge dafür tragen könnte, dass seine Gruppierung ein anständiges Leben haben, wenn er nicht dabei ist, quasi. Da stimmt halt was nicht. Na, da stimmt was nicht. Also da stimmt halt in dieser ganzen Triadennummer von angefangen, wir wollen jetzt cool mit der SPLS sein, über wir packen Leute für euch ein, über ich bin nicht mehr bei der SPLS, da stinkt halt was gewaltig. Also da ist das auf jeden Fall mehr im Busch, wie wir gerade wissen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwas ist da los. Also safe. Gib mir mal kurz einen Schlüssel hier, bitte, Valeska. Ich will mir da vorne einen Anzug holen. Hier ist rumlaufen, Dulli. Ich weiß, dass hier noch welche liegen. Der Ausblick hier vorne eigentlich sehr interessant. So. Susi und Gentipenti, kommt mal mit hier. Wie läuft die Firma? Ja, das ist ein Aufbau, ne? Ich mache ja nebenbei ja noch das Praktikum beim Paradise. Aha. Das läuft da auch sehr gut tatsächlich. Ja, und ihn habe ich jetzt heute nochmal rangekriegt. Ich habe ihn halt überlegen lassen und entscheiden lassen. Und ja, der hat sich heute dafür entschieden. Und jetzt werde ich noch gucken, dass wir noch zwei andere rankriegen. Aha. Und ja, dann geht es langsam los. Ich bin jetzt bei der Beschaffung eines Fahrzeuges. Und ja, und dann geht's dann langsam voran. Okay, das heißt aber, ist alles noch am Aufbau?
Ja. Ich muss da die Leute dafür haben. Ich muss da halt welche haben, die auch wirklich vertrauenswürdig sind. Ich möchte das jetzt nicht jedem erzählen. Ich will das ja sehr diskret halten. Okay. Und dafür, dieser Isaac, den Sie mir da empfohlen haben, den erreicht man überhaupt nicht. Okay, das heißt, also du hast aber auch noch gar nichts, was für uns von Nutzen wäre. Aktuell noch nicht, tatsächlich, nein. Also in Paradise sind halt im Moment nur die, ne, die neuen Eingereisten und da ist halt dort noch nichts irgendwie Dramatisches passiert oder irgendwelche Infos durchgesickert oder so. Ja. Also aktuell kann ich noch nicht mit denen. Aber das wird einfach das. Das ist aber dünn, ne? Naja, das muss ja auch erstmal entstehen. Leider geht das nicht von heute auf morgen, ne? Wir sind enttäuscht, Susi. Ja, aber ich, was soll ich machen? Ich kann nicht zaubern. Wäre ich Magier, wäre super. Wir sind die letzten zwei Triaden, die die Gruppierung verlassen haben. Wir sind die zwei Triaden, die die Gruppierung verlassen haben. Die letzten beiden, die gegangen sind aus den Triaden. Also davon ist mir noch keine Info. Okay, wie viele Gruppierungsmitglieder haben die Brims? Ja. Wer ist der Chef von Lila? Das ist der, warte mal, den weiß ich. Ich habe sogar seine Nummer. Kleinen Moment. Wie viele Mitglieder sind das noch? Ich glaube, das waren 9, 10 so. Wer hat die Leitstelle von den Medics entführt heute? Ja, sie haben mehr Informationen als ich, definitiv, Herr Butters. Aber wie gesagt, ich war ja heute auch bei der Einreise. Vergleicht ja nicht. Ich war ja jetzt von 18 bis 20 bis ungefähr. Waren aber auch Fragen, die letzten Tage betreffen. Ja, das muss, ja. Das ist richtig. Aber ich habe leider meine Finger noch nicht überall. Die Cops hatten einen Großeinsatz heute. Was haben die gemacht? Habe ich nicht mitbekommen. Das schaffe ich leider nicht so schnell. Ich bin alleine hier, Bottas. Können wir fahren. Setz da Hoffnung rein. Unenttäuschend. Messbank? Ja, Messbank. Ist das immer noch offen mit Nein. Ist schon wieder aufgetaucht. Okay. Willst du gleich noch mit Brims reden? Slate ist unterwegs. Ich will da erstmal drüber nachdenken, tatsächlich. Das Ding ist, die sind halt immer gut gewesen miteinander. Das sind die einzigen beiden, die besonders gut miteinander gewesen sind. Ne? Und die Brims sind auf einmal auch die, die bei uns auf der Matte stehen und auf einmal ein Good Standing zu uns haben. Also, und dann ist halt immer noch die Sache gewesen mit den Brims und dem Typ mit dem Messer von den Circle-Leuten. Es ist halt immer noch nicht ausgeschlossen, dass das eigentlich ein großes, abgekartetes Spiel ist. Ja, Ryan, ich verstehe dich. Aber, die Brims haben nicht nur abgefuckt, die haben die auch verletzt, die haben die abgestochen, alles Mögliche. Ich muss ja lachen, du lässt ja nicht mehr die Arme. Ja, same, aber also vielleicht. Das kam in den letzten Wochen da wirklich. Ist auch ein Denkanstoß. Seitdem hier, wie heißt der nochmal, da der Jimmy. Seitdem der weg ist, kracht es da gewaltig zwischen den beiden. Eins weiter. Geht zwei weiter. Also, da kracht schon seit mehreren Wochen und nicht sogar schon 2 Monate. Das war knapp, das war mein Rolls gewesen. Wäre gewesen.
das kriege ich irgendwie hin. So. Steinfeld. Mhm. Bennett 3,3 Millionen Firmeneinnahmen geliehen. Mhm. Ich hab's von Bennett schon gehört. Okay. Er wird gleichzeitig depressiv und gut gelaunt. Aber ganz ehrlich, also so unterschiedlich zu sonst dann auch wieder nicht. Ja. Er wollte alles verkaufen. Autos, Immobilien, wollte alles irgendwie zu Geld verscherbeln, weil er unbedingt die Hütte haben wollte. Und wir sind nicht drauf angewiesen gerade, also kann er das langsam zurückzahlen. Mhm. Er fragte dann, ja, habe ich jetzt 3,3 Millionen Schulden bei dir? Ich sagte nein, bei der gesamten SPLS. Dann hat er sich gefreut. Und ist jetzt stolzer Besitzer eines neuen Zuhauses. Kann die ganze Sache aber ein bisschen ruhiger und bedachter angehen lassen, als alles zu verscherbeln. Ja. Viel Spaß bei den Unterhaltskosten, ist der einzige Punkt. Also das mit Susi, ne? Also dass ich da gerade so ein bisschen draufgetreten habe. Eventuell ist es für sie ein kleiner Denkanstoß. Ne? Ja, ja. Weil, also, ich glaube, das haben wir alle verstanden. Nur weil das halt gerade noch nicht läuft, heißt das halt trotzdem nicht, dass man halt gar nichts mitkriegen muss. Sondern wenn sie das aufbauen will, dann muss sie halt auch einen Grundkontingent an Informationen haben, mit denen sie überhaupt anfängt, das aufzubauen, um nicht mit ihren Mitarbeitern dazustehen und auf Null zu sein. Ja. Sondern zu einer Detektei gehören Dokumente, da gehört Schriftverkehr, da gehören Notizen, da gehören Informationen an jeder Ecke. Ansonsten kannst du das Ding halt sein lassen. Ja, und sie hat auch schon allein den falschen Ansatz gewählt, denn ihr Augenmerk war aktuell nur Informationen des Paradises. Ja, und ja, die muss. Fragen, die du ihr gestellt hast, hast du ihr offengelegt, dass es nicht ums Paradise geht, sondern um den Staat. Ich weiß selber nicht, wer die Dingstante entführt hat von den Medics eben. Aber das ist ja egal. Also darum, es ging ja eher um einmal mit dem Zaunfall zu winken. Ja. Weil ich glaube immer noch, dass das Potenzial haben kann. Ich glaube immer noch, dass das gut werden kann. Theoretisch. Dafür muss sie aber ein bisschen anfangen, über den Tellerrand zu schauen. Ja, Ryan, ich hätte schon wieder eine Zahlung, die nötig wäre von 100.000 für 5 weitere Taser. Ja, dann geh die reinschuppen. Soll ich die uns eben kurz von Rot hier hinliefern lassen? Ja, dann können wir direkt einmal kurz fragen, ob die das mit den Triaden mitbekommen haben. Sag mal, dass wir sowieso mal kurz mit denen reden wollen. Dann gehe ich ganz kurz zum Geldautomat, dann hole ich die 100.000 und dann können wir ganz kurz sogar mit denen sprechen. Aber, also ich traue Rot da halt einfach auch nicht, ne? Weil zu denen hatten wir auch nie einen Good Standing. Ja, alles gut. Safe leer, kann sein, ja. Was war nochmal bei 13.5 Chat? Was war der nächste Dulli-Call eigentlich? Was war bei 13.5 und was war bei 14? Ich hab's, true story, vergessen. Weil ich die schlimmsten schon hatte. 2 Stunden Pepo Island. Okay, aber sonst nix, Geld dran. Epilieren? Bruder! Entschuldigung? Ich habe Frauenbeine. Anders glatt. Hat was, oder? Ich find's furchtbar. Ich find's wirklich furchtbar. Wir bräuchten 5 bis 10 Minuten, dann sind sie da. Ja, okay. Geld habe ich. Würde mich mal interessieren, was die dazu sagen.
Aber also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also, safe nicht. Das passt halt alles nicht. Oder denkt irgendjemand, dass alles so im grünen Bereich? Im Leben nicht. Also, das als einziger Grund auf jeden Fall nicht. Erstens, jemand anderes von denen ist vorher schon raus, der lange dabei war. Zweitens, die haben definitiv noch weitere Stresspunkte außerhalb den Roten. Drittens, die Stresspunkte der Roten sind erbärmlich, ganz ehrlich. Also als eine Gruppierung, die schießen sich gegenseitig um Haufen und kommen danach noch einigermaßen auf ihr Leben klar. Die sind gemein zu uns, ist ja jetzt, sage ich mal, also weiß ich nicht. Also ich glaube die ganze Geschichte, safe nicht. Da sind definitiv noch weitere Überlegungen dahinter. Ich spiele das zu gerne, Chat, ne? Einmal über 100 kommen irgendwann. Mein Gott, Alter. Scheiß auf 63. Dreckspiel. Der süchtige Boss. Irgendwann schaffe ich um. Da komm, einen noch. Über mein Highscore. Den habe ich letztens erst aufgestellt. 141 Runden schon gespielt, die Scheiße. Ich bin da zu müde, Alter. Ich sehe. Oh, dieser 24er, auch wenn wir gepennt haben danach, Bruder, der steckt mir anders ein bisschen in den Knochen, ne? Rot her? 77, Mann! Okay. Er spielt ja, wieder Tower-Dingsbums, ne? Was hab ich denn SMS, Bruder? Wer geht mir jetzt auf den Sack? So sehe. Tut mir leid, Herr Butters. Dass ich dies heute enttäuscht habe. Das tut in der Seele weh. Gut, sollte es auch. Soll ich das so schreiben? Warum nicht? Boah, 51, ne? Direkt am Anfang 20 perfekt gehabt. Ah, die kann erstmal leiden, ich mache erstmal noch eine Runde. Die schreibt dir gleich nochmal. Komm, jetzt try ich auch. Hast du dein neues Haus eigentlich schon mal besichtigt vorher, Bennett? Oder? Ja, klar. Okay. Was hältst du von den Bildern? Sehr cool, tatsächlich. Okay.
Wenn ich mich recht erinnere, wirkt das so ein bisschen Marvel-mäßig. Oh, ich hatte den perfekten Start, ne? Ja, und? Ich hatte den perfekten so Start-Chat. Und dann noch, das. Ich die Bilder irgendwie als herausstechen empfand. Und dass es wirklich halt so stelzenhaft gebaut ist. Weil alles ein bisschen auf Stelzen ist und wenn du einmal über so einen von den Balkonen springen würdest, dann würdest du vielleicht 40 Meter runterfallen. Ansonsten. Aber war gut. Ist ein gutes Haus. Also ja, tatsächlich. Ich mag das sehr. Jetzt geh ich auch nochmal rein. In das Tower-Ding? Oder in ja. Das? Einundachtzig! Ich will einmal die 100. Ich bin bei 64. Aber ja, was zockst du? Towerblocks. Ah, oh, da bin ich richtig scheiße drin. Ja, ich auch. Ich hört 64 oder so. 78! Fick! Ganz gut. Oh, ich das nicht Gott gut für Blutdruck, ne? Okay. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen. Jawohl. Ich habe eben mit meinem Panzerauto einen von den Triaden überfahren. Das ist okay, das ist gut. Und da stellte sich raus, als er aus seinem Auto gekrabbelt ist, was ich ein bisschen klein gematscht habe, das ist Coop gewesen. Mhm. Und dann hat Coop mir eine herzzerreißende Geschichte über euch erzählt. Ach Gott. Und ich weiß irgendwie nicht so ganz, wie ich die einordnen soll. Dann erzähl mal, was hat er dir denn erzählt? Er sagte irgendwas von wegen, ja, aber das hier, guck mal, falls dir das nicht aufgefallen ist, ich trage keinen Schal mehr. Ich so, wieso trägst du denn keinen Schal mehr? Und dann sagt er, ja... Ja, die Roten hier, die gehen ja die ganze Zeit, also jetzt meine Worte, waren jetzt nicht seine, aber die mobben uns quasi und das hat auch keinen Grund, aber die gehen ganze Zeit grundlos über uns drüber und dann nehmen die unsere Sachen weg, die kommen sogar zu uns und machen unsere Autos leer und der Grund wäre persönliche Differenzen zwischen euch und Coop und damit die anderen eine Chance haben, als Gruppierung weiterhin zu bestehen, weil ihr die ja mobbt. Hat er die Gruppierung verlassen, damit die anderen ein gutes Leben haben können. Deswegen hat er die Triaden verlassen und den Schal abgelegt. Okay, also turns out, ich habe immer einen Mob dabei, ne? Aber Mob tun wir die nicht. Also, und es passte halt so gar nicht zu der Geschichte der Triaden und zu den Leuten. Und ich stehe da und war total perplex und der dachte mir, was für eine Scheiße versucht man mir denn hier gerade aufzutischen. Okay, ich, pass auf, also, soll ich abholen. Ich kann mich an Triaden erinnern, die der Meinung gewesen sind, mir eine Knarre ins Gesicht zu drücken. Ja, auch das. Ne, komm, ich hol dich mal ab. Ich hol mal kurz aus. Wir waren ja mit den Triaden ziemlich gut. Ja. So. Und dann ist aber der Teil, wo gegangen ist, von den, also Jimmy und Co., mit denen waren halt viele von uns sehr gut. Haben wir für uns entschieden, so, weil wir wollten eigentlich von denen von einem halben Jahr die Koksroute haben, weil unsere Mission war, alle drei Routen zu halten, ne? So, weil das gab's noch nicht. Also sind wir zu denen hin, haben gesagt, also Puschekuchen, die Verbindungsleute, die es damals gab, die sind nicht mehr da, wir stehen jetzt neutral miteinander. So, ja, alles gut. Ja, das hat so ein bisschen angefangen, dann kam ja diese Aztekas-Schießerei und Sache dazwischen. Und wir haben ja dann im Nachhinein, im Nachgang durch diesen
einen 30er von den Purples rausgefunden, dass die Triaden da ihre Finger drin hatten. Mhm. Und die da aktiv Unterstützung geleistet haben. Wir haben den Konflikt mit den Ärzten dann quasi beendet. Wir sind dann ein oder zwei Tage später zu den Triaden gefahren, um ein wirklich normales Gespräch zu führen. Ja? Und wir sind da jetzt nicht, wie es immer heißt, ne, mit gezogenen Waffen und Messer zwischen den Zehen auf das Ding hoch und haben alles klein gehauen, was wir von denen gefunden haben. Sondern wir haben die halt einfach genommen, haben mit denen normales Gespräch geführt. Mhm. Und haben denen auch klar zu verstehen gegeben, solltet ihr euch nochmal in einen Konflikt passiv oder aktiv einmischen, in dem wir beteiligt sind, dann geht es für euch rund. Und das richtig. So. Das andere ist, ja, wir waren auch öfters bei denen, aber zum Knacken. Nicht um irgendwie Leute da grundlos in Boden zu stampfen, weil die jetzt wenig sind oder weil Coop, wie soll ich das jetzt sagen, öfters zu einer Drama-Queen wird, wie weiß der Geier was, sondern es ist einfach nur zum Knacken. Ja? Mhm. Wir haben zum Beispiel auch vor zwei Tagen... Wir haben da 8 Pounder stehen und 2 genau. Mulen. Also so, da ist doch interessant reinzugucken, was drin ist, weil warum sollte man denn an den dummen Verarbeiter stehen, wenn andere Gruppierungen 8 Pounder da stehen haben und da vielleicht was Gefülltes drin ist? Ja. Da kann das Krokodil ja anders... Das ist echt lästig, ne? Also genau. Da kann das Krokodil halt anders schnapp machen, so. Also waren wir halt da und haben halt mal die Pounder durchschaut, so. Und wir knacken bei jedem. Also das ist jetzt nicht, ob das jetzt Triaden sind oder nicht. Da könnt ihr auch mit der Grove reden. Bei denen haben wir vor 2 Tagen ihren heiligen Impala geknackt. Tatsächlich habe das ja rein theoretisch indirekt auch selbst gemerkt, so, als wir hier mit eurer Karre standen. So, also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, oh, das ist Weißschal, wir müssen jetzt über die drüber bügeln und weiß der Geier was und die komplett zerstampfen, dass die keinen Bock mehr haben. Außer nee, so hat er das noch nicht gesagt, sondern seine Aussage war halt, dass das was Persönliches zwischen euch und Coop wäre und dass die anderen die Leidtragenden deswegen sind, wenn Coop bei den Triaden wäre. Nein, das ist absolut, das kommt für ihn so rüber. Dumm, ja, aber... So, dass er halt gerne Sachen dramatisiert und überspitzt so und natürlich das, weil er ist der Ansprechpartner, so ein Keenan kommt nie raus. Und den Altern ist da nicht mehr, ja, dann kriegt halt er das ab so. Und er hat ja auch die Ansage verstanden. So, und ich habe auch zu ihm gesagt, wir werden euch in diesem Sinne kein Haar krümmen oder euch sinnlos oder dumm abstechen oder sonst irgendwie was, wenn ihr euch an den Deal haltet. Aber knacken oder sowas tun wir halt weiter. So, das ist halt einfach ganz normales Straßenbusiness. Und wenn du das nicht abhaben kannst, so, dann geh in den Sandkasten zurück und bau dir eine Sandburg. Ja? Und spiele mit irgendwelchen anderen Sachen so, aber dann zieh dir keinen Schal an oder sonst irgendwie was und mach auf krassen Gangster oder Mafia-Boss. Wann war das Gespräch? Das Gespräch mit Coop, boah, das war unmittelbar nach der Arztensache. Lass es jetzt einen Monat her sein, also Anfang des Monats. Okay, aber also komischer Zeitpunkt, dass er dann jetzt auf einmal auf die Idee kommt, seine Gruppierung zu quitten. Also tatsächlich, das letzte Gespräch habe ich mit dem geführt. Das war bei denen am Anwesen, war vor einer Woche oder so. Wir haben da geknackt, weil die da wirklich viele Pounder stehen haben. Ne? Und wenn da alles voll ist mit Koks und die haben ja Gärtner, wie die nennen, die für die anbauen so, dann stehen da locker mal 400.000 einfach so auf dem Hof rum. Ne? Und wenn ich das als Gangster weiß, mir das scheißegal, ob das eine Gruppierung ist oder nicht, dann will ich dann ein Stück vom Kuchen abhaben. Ja, ich verstehe das schon. Also doch. Ich verstehe auch euren Konflikt in Anführungsstrichen mit denen. Ich verstehe halt seinen Move einfach nicht. Ja, ja, ich hab, der hat nachher gesagt, ja, das ist sinnloses Abgefacke. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, du heulst mir viel zu viel, also viel zu sehr rum. Ich rede nur noch mit anderen aus deiner Gruppierung. Ich habe keinen Bock auf dich, weil sonst muss ich dich einfach jedes Mal über den Haufen. Warte mal kurz. Jo, Fahrradtyp, warte mal. Jo, wie kann ich helfen? Komm mal von dem Fahrrad runter. Ja. Gib mir deinen Ausweis. Er klaut mir halt gleich mein Fahrrad, Mann, dann komme ich hier nicht mehr weg, aber klar. Das ist gerade dein kleinstes Problem. Okay, bitteschön. Hier. Tony Kentucky. Jo, genau. Ist das der? Der vorhin auch schon Sexspielzeug vorbeibringen wollte. Was? Ich war heute am früheren Abend schon mal hier. Ja, klar. Dein Fahrrad wurde geklaut. Der Name, den wir hatten, war ein anderer, oder? Ja, der Name war ein anderer, aber der war vorhin auch schon mal hier. Also das mit dem Sexspielzeug stimmt, das war hier druckerzubehör.de. Das ist meistens, ne, da machen die extra eine andere Verpackung, damit das nicht so peinlich ist. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wann das ging. Ich habe das nur da vorne abgegeben. Mhm.
Ja, der Einzige, der hier wohnt, ist ja Ben. Der müsste nicht der, den wir gesucht haben, Tony Kentucky. Dein Fahrrad wurde allerdings trotzdem geklaut. Ja, das ist richtig. Das Wenn ist richtig. Allerdings an so einem Ort 638 Leute stehen und sich am Unterhalten sind, was glaubst du, was ist das eine gute Idee, mit einem scheiß Fahrrad da durchzufahren? Ja, das bin ich extra am Rand gefahren, so. Ich wollte auch nichts hören. Aber, ja, war wahrscheinlich nicht die beste Idee. Das war eine scheiß Idee. Ja, absolut. Aber ich sag ganz ehrlich, Mann, ich so $20 mehr oder weniger, wenn ich hier noch später hinkomme und da hinten warte, so, dann habe ich echt ein Problem, Mann. Dann kriege ich hier vielleicht noch $2 Trinkgeld. Toni. Ja. Hör mir mal zu, okay. Ja, ich höre zu. Jetzt würde das jetzt im Vertrauen. Okay. Guck mal, die Leute, die um dich herumstehen. Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen, was die für eine Fahrbahn haben? Rot. Rot. Okay. Hast du schon von den Roten gehört? Nee. Ich bin seit heute Vormittag wieder hier. Ich war vor sechs Jahren mal hier. Toni, hör mir zu. Ja. Soll mit einem Fahrrad zum Paket ausliefern, bei denen in die Hort gekommen sein. Okay. Die haben den Oberkörper aufgeschnitten. Ja. Den Oberkörper wegen einem Paket? Ja, weil der da einfach reingefahren ist. Und dann haben die den ausgeweitet. Die Wo wohnen die? Die haben den mit einem Messer aufgeschnitten und haben den ausgeweitet. Und wenn man sich wegdreht von denen, haben die alle auf einmal Messer in der Hand. Ach du Scheiße. Wenn man sich hindreht, man sieht, dass die alle Messer in der Hand haben, muss man Ach du Scheiße! Ganz schnell laufen, damit man nicht ausgeweitet wird. Okay, ab jetzt gehen eure Pakete nur noch an eine Paketbox. Ich verspreche es, tut mir leid, Mann, haut rein! Was ist das denn? Meine Damen und Herren, Tony Kentucky. Der Jude, Tony Kentucky. Jetzt habe ich Bock auf Chicken, ne? Ja. Gut, wo war... Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas mit Coop und da stehen wir bei Triaden. Ja, gut. Okay, ja, also mir kommt es halt einfach nur irgendwie spanisch vor. Das ist eine ganz komische Nummer irgendwie mit denen. Wir hatten noch nie ein gutes Verhältnis zu denen, sondern wir waren immer wieder neutral. Dann waren die der Meinung, den Bogen zu überspannen. Dann haben wir denen den Arsch aufgerissen. Und so ging das die ganze Zeit hin und her und hin und her und hin und her, dass die immer wieder an irgendeinem Punkt gekommen sind, wo die der Meinung sind, einen Dicken riskieren zu müssen. Warum auch immer, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben das nie mit denen irgendwie forciert, sondern wir wollten eigentlich schon immer relativ wenig von denen wissen. Und bis das dann auf einmal umgeschlagen ist, auf einmal gerade Coop derjenige gewesen ist, der den Kontakt gesucht hat, irgendwie besonders cool mit uns sein wollte, uns irgendwelche Leute ausliefern wollte, an denen wir teilweise gar kein Interesse hatten, sondern er irgendwie eine Nummer daraus gemacht hat. Und es dann das jetzt irgendwie das Resultat ist, dass er zu uns kommt und sagt, yo, übrigens, die Roten, die sind voll kacke, uns eine theatralische Geschichte erzählt, warum ihr kacke seid, um uns dann zu erzählen, ja, wegen euch trägt er jetzt keinen Schal mehr. Und ich weiß nicht, was dahinter steckt oder ob der irgendwie in einer Midlife-Crisis steckt. Ich habe keine Ahnung. Für mich war es einfach nur komisch und ich dachte, ich spreche euch einfach mal drauf an. Aber so wie ihr mir die Geschichte jetzt erzählt, macht das halt einfach noch weniger Sinn, weil es einfach ja überhaupt gar keinen Grund gibt und auch überhaupt nichts verändert, ob er jetzt einen Schal trägt oder nicht. Richtig. Sondern also ihr geht ja eurem Business nach, egal ob Coop dabei ist oder nicht. Ja. Also ob der dabei ist oder nicht. Er hat halt einmal in Anführungszeichen das abbekommen, weil er der Ansprechpartner war. Und so hat er sich ja auch immer repräsentiert. Naja, gut, nur wenn halt seine Aussage ist, wenn er nicht mehr dabei ist, dann hört das Ganze auf. Ist das ja überhaupt gar nicht der Fall. Ja, nee, es ist ja einfach nur, wir hören halt nicht auf mit Knacken so. Das ist aber ja das Thema, warum wir in diesem Staat so unbeliebt sind. Ne? Die Leute verstehen nicht, dass wir unserem Geschäft auf der Straße nachgehen und das bei jedem so. Und deswegen hasst uns ja auch jeder so. Nee, da ich glaube. Ja, direkt ein Krieg raus. Ich glaube, so. Der Grund, warum man euch hasst, ist ein anderer. Ja, also, mag sein. Aber. Ich kann euch sagen, was ich glaube, warum die Leute euch hassen, in Anführungsstrichen. Das Ding ist halt einfach, dass die Farbe Rot und das gleiche Problem hat, einfach die Farbe Blau, mittlerweile sehr oft sich die Belegschaft gewechselt hat. Und aber bei uns noch nie. Ja, bei uns nicht. Es waren vorher schon Rote da, ne? Ja, ja. Aber es gab ja schon mal Rote und davor gab es schon mal Rote und davor gab es schon mal Rote. Und dann sind irgendwelche Leute gegangen, die ziemlich viele Probleme gemacht haben und dann kamen die irgendwann zwischendurch wieder und so weiter und so fort. Das war alles, bevor ihr euch gegründet habt oder bevor ihr kamt.
Aber viele Leute verbinden halt mit der Farbe Rot, genauso wie mit der Farbe Blau, eben halt Dinge, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben. Und dadurch, dass ihr relativ separiert lebt, nenne ich es einfach mal, und nicht Meeting Point Mike 1, 2, 3, 4 und 5 seid, gibt es halt immer noch das ein oder andere, was man mit eurer Farbe verbindet, was ihr vielleicht gar nicht gemacht habt, wo ihr vielleicht gar nicht da gewesen seid. Aber da gab es ganz andere Kandidaten bei euch. Das kann gut sein, ja. Da gab es irgendwelche Kandidaten, die irgendwelche Vergessenskugeln verteilen wollten und ich weiß nicht was. So, und das ist halt immer, ja, okay, so, glaube ich noch, ne? Das Laster irgendwo, was man trägt. Ich glaube nicht tatsächlich, dass der Hass in Anführungsstrichen, so drastisch würde ich es jetzt eigentlich überhaupt nicht sagen, aber dass so die Gesinnung euch gegenüber, glaube ich, liegt gar nicht an euch persönlich, sondern liegt an der Geschichte der Farbe. Genauso wie Blau damit zu kämpfen hat, einen Ruf zu haben, dass es absolute Volldullis sind, die bei der kleinsten Gelegenheit ihre eigene Gruppierung verlassen, denen den Rücken zudrehen, zu den Cops gehen, bei denen snitchen und im Zeugenschutz zu landen. Weil die Farbe Blau selber hatte 7 davon. Ja, aber dafür haben die echt viel Support im Kampf gegen uns bekommen, ne? Also das ist schon... Also, sehr viel Support. Ja, die scheinen sich tatsächlich auch zu machen und daran zu arbeiten, dass die Leute wissen, dass es nicht mehr die gleichen Dullis sind wie damals. Aber ja, damals sind schon große Idioten dabei gewesen. Ganz große Idioten. Ah, das ist halt unser Problem, ne? Oder was heißt unser Problem? Wir haben halt einfach gar keinen Bock darauf. Unsere Außendarstellung ist uns am Ende wurscht so. Ja, die einzige also, Konstante in letzter Zeit, wo wir Geschäfte mitmachen, seid ihr. Der Rest ist uns ja... Ihr habt tatsächlich, also zumindest was mich betrifft, ihr habt für mich einen Superstein im Brett gekriegt mit einer Aussage, und zwar als ihr letztens hier gewesen seid und davon erzählt habt, dass ihr, wenn irgendein Überläufer von einer anderen Gruppierung kommt, der euch irgendwelche Dinge der alten Gruppierung erzählen will, ihr den einfach abstecht. Das ist halt, weil das tatsächlich jetzt aus meiner Sicht heraus, der sehr viel mit allen Gruppierungen arbeitet, etwas ist, was ich tatsächlich als Einstellung sehr, sehr schätze. Denn eines unserer größten Probleme in der Vergangenheit ist gewesen, dass Gruppierungen sich zum Horst gemacht haben. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt bisher den Eindruck, dass ihr euch zum Horst macht. Aber andere Leute stehen auf der Straße, sagen, wir leben auf der Straße und so weiter, hier Brüder für immer, unsere Hut und so weiter. Und sind bei der ersten Gelegenheit, wenn sie, warum auch immer, wenn irgendeiner der eigenen Leute den gerade auf den Schuh gepisst hat oder sowas, dann rennen sie zu den Bullen und sind auf einmal Vorzeigebulle Nummer 1. Ja, ich erzähle euch alles über unsere Gruppierung, über andere, über SPLS, über Geschäfte, die wir mit denen gemacht haben. Ich brauche nur Zeugenschutz, dies, das. Ja. Und das rennt den Leuten halt nach, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber tatsächlich haben die meisten Gruppierungen da ja jetzt zugestimmt, ne, dass das bei denen auch so abläuft. Und also bei euch ist halt einfach, dass das nicht so gewesen ist bei Rot, dass da irgendwie groß irgendwelche Snitches in der Vergangenheit gewesen sind. Aber Rot waren halt einfach nur mal, wenn man auf die letzten 5, 6 Jahre zurückblickt, häufig die Farbe, die halt auch immer Drive-Bys gezogen hat, ne? Okay. Ja. Oder, und die halt auch mal hergegangen ist und gesagt hat, ja gut, da haben wir einen Konflikt, alles klar, Abfahrt rein da, ohne Reden, Hauptsache rein. Also wir gehen auch tatsächlich manchmal mit dem Kopf durch die Wand, ne? Aber die Leute wissen. Ich muss aber sagen, ist aber am Ende des Tages nicht der schlechteste Ruf, den man haben kann. Natürlich ist es nicht positiv oder wird euch wahrscheinlich das ein oder andere mal nachlaufen an der einen oder anderen Stelle, aber ich sag mal, die Blauen haben es schlimmer, ne? Fun Fact zum Thema mit durch den Kopf, durch die Wand, ne? Von den ganzen Schießereien, die wir hatten, haben wir tatsächlich 2 aktiv selber angefangen, ne? Von allen, die wir hatten. Wir sind nicht mal durchgegangen die letzten Tage. Wo wir tatsächlich der Aggressor waren. Sonst waren wir immer diejenigen, die reagiert haben. Ja gut, aber es ist natürlich auch immer eine starke Auslegungssache. Ne? Am Ende des Tages, wenn ihr auf irgendwelchen Grundstücken Pounder klauen geht bei den Leuten, kann man das halt auch als Aggressor auslegen. Ne? Gut, aber muss man da eine Schießerei draus machen lassen? Also so eine Fetzerei vielleicht mit Schlagring ist ja okay so, ne? Aber also
wegen ein paar geknackten Pauner direkt den Feuerring ausbrechen zu lassen. Also, wir haben schon an jemanden hingerichtet wegen dem geknackten Rolls. Also. Ja gut, das nun. Also letztlich, ich weiß jetzt nicht, wie ihr agieren würdet, wenn bei euch die ganze Zeit Autos geklaut werden würden, Geld geklaut wird und so weiter. Aber... Also wir wollen da keine Partei ergreifen, also, um Gottes Willen. Hoffentlich, also klaut den Triaden alles, alles, was ihr wollt. Ist ja auch vollkommen egal. Also wenn ihr Kriege führt, führt Kriege. Was weiß ich, das sind Gruppierungen. Wir sollten damit klarkommen. Oder müssen halt, wenn sie das nicht hinbekommen, damit zurechtkommen, dass sie als Gruppierung auch mal ausgenommen werden. Also unterm Strich finde ich gut, dass ihr euer Ding macht und dass ihr da keinen Fick gibt. Ich versuche halt einfach nur den Punkt zu verstehen, warum man dann heult und sagt, ich verlasse jetzt meine Gruppierung, weil dann geht es denen gut. Weil also am Ende des Tages ist halt genau eigentlich in dem Fall, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, das Gegenteil der Fall. Es hört nicht auf bei denen, sondern die haben nur einen weniger, der eventuell auch Differenzen klären könnte. Theoretisch, ja. So, also wie gesagt, das, bei Coop war das halt einfach so, weil er zu dem Zeitpunkt immer der einzige Ansprechpartner war, der halt da war. So, das gleiche Gespräch hätte man auch mit Keaton oder so führen können oder mit Altern. Ja? Dass er jetzt für sich sagt, das ist ein persönliches Problem von uns mit ihm, ist halt Bullshit so. Am Ende betrifft es mich nicht, ich wollte es nur verstehen tatsächlich, weil irgendwas ist da komisch. Ja, ich finde auch komisch, dass sowas von dem kommt, weil die Triaden sind nicht dafür bekannt, dass die freundlich waren zu anderen Gruppen. Nein, im Gegenteil. Also die haben sich ja eine ganze Zeit lang auf die Brust geschrieben, hey, wir wollen mit jedem im Staat Konflikt haben. Genau. Ich meine, dass das jetzt eine komplett neue Truppe ist. Ja, aber sie sind halt die Triaden und dann, ne? Genau wie uns das mit Rot hinterherläuft, läuft denen halt Triaden hinterher. Ja, safe. Und also denen läuft ja noch ganz, ganz viel mehr hinterher. Denen ihre Entstehungsgeschichte ist ja noch viel kritischer. Ja, eine Abspaltung von Wasserhahn. Ja, genau, richtig. Aber die Schmutzabspaltung der Wasserhahns. Ich glaube, die Abunazars waren das, ne? Richtig. Mhm. Mhm. Abu Nazars und Medi. Ja, stimmt. Da hatten die ja sehr lange dran zu knuspern, dass mit von denen überhaupt keiner was wissen wollte. Stimmt, und dann kam Ping. Der hat da sehr viel gekippt tatsächlich und die auf einen guten Weg gebracht. Das ist richtig. Naja, aber wie gesagt, das war ist eigentlich die... Aber kommen wir zum Geschäftlichen. Wer kriegt Geld von mir? Ich. Wo darf ich die Dinger reinlegen? Pack die in meinen Rolls. Okay. Wie viele Cops habt ihr hochgenommen in den letzten Tagen? Alle. Ah ja. Ein paar. Oh, hier und da mal ein. Ich meine, ist nicht so, als würden wir nicht auch andere Leute für uns arbeiten lassen, ne? Also. Aber die letzten Tage schon so zwei, drei, einen abgestochen. Dann haben wir die anderen ausgezogen. Ja, es waren schon ein paar. Können die, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ja. Wenn die random einfach Personenkontrollen machen wollen, weil verdächtiges Fahrzeug, verdächtiger Ort und verdächtige Farbe so. Also. Ganz komische Cops. Du meinst, das Essen kommt eher zu euch als umgekehrt. Richtig. Wir müssen gar nichts machen. Die halten uns einfach an. Wunderbar. Ja, vielleicht lassen wir uns mal wieder in der Nähe vom Circle blicken. Dann stehen auf einmal wieder 20 hier. Ist möglich. Die Nummer verstehe ich bis heute auch nicht. Ja, das war nie ein bisschen fickerig, ne? Das versteht keiner. Gut. Aber ich verziehe mich jetzt nach drin. War nett, ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut. Tschüss. Bis morgen. Wo wollen wir mit den Tessern hin? Keine Ahnung, frag Valeska.